ganz herzlich zu diesem Abend in der Bundeskunsthalle und finde es super, dass es so voll ist und offenbar auch viele junge Leute Interesse, großes Interesse am Zustand, an der Zukunft unserer Demokratie haben. Bevor wir darüber sprechen, wie sehr die Herrschaft noch bei uns allen, beim Volke liegt und was wir daraus machen, möchte ich Ihnen erstmal die beiden vorstellen, denen wir diese Veranstaltungsreihe Science On zu verdanken haben. Sie findet heute Abend zum dritten Mal statt. Ich bitte auf die Bühne die Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist Frau Professorin Dorothee Zwonek, und den Intendanten dieser Bundeskunsthalle, Rhein Wolfs. Ja, es ist schon der dritte Abend dieser Talkreihe Science On. Was hat Sie dazu bewogen, gemeinsam mit der Bundeskunsthalle eine solche Veranstaltungsreihe zu initiieren? Bewogen haben uns verschiedene inhaltliche Aspekte, aber vielleicht darf ich erst mal sagen, wir haben ja schon eine gute Übung in solchen Veranstaltungen. Mit Follow Me und auch mit 2030 waren das schon Formate, bei denen es uns, glaube ich, schon gelungen ist, die Themen der Wissenschaft auch in einem breiteren Kontext mit der Gesellschaft zu diskutieren. Und das darf ich wohl für uns beide sagen, sowohl für die DFG als auch für die Bundeskunsthalle war das immer ein ganz besonderes gemeinsames Anliegen. Einfach einen Erklärungshorizont aufzubauen, der über diese sehr spezifischen Themen Kunst bei Ihnen und Wissenschaft bei uns sozusagen beide Welten vereint. Der erste Abend, der hatte das Thema künstliche Intelligenz. Beim zweiten ging es dann um Genome Editing, heute Abend um die Demokratie. Was interessiert Sie als Ausstellungsmacher speziell an diesem Thema? Ja gut, wenn man sich mit Kunst beschäftigt, muss man sich auch immer mit der Welt beschäftigen, muss man sich auch mit dem Umfeld, mit dem Kontext beschäftigen. Ich denke, man könnte vielleicht zum Teil sagen, die Kunst ist auch ein Faktor in der Demokratie. Die Kunst liefert auch Impulse für die Demokratie. Und gleichwohl ist es auch so, dass die Kunst natürlich etwas aus dieser Demokratie rausnimmt. Sie findet auch ihr Quellenmaterial zum Teil in der Demokratie. Ohne Gesellschaft gibt es keine Kunst und ohne Kunst gibt es vielleicht aber auch keine Gesellschaft. Also ich denke, das ist ein befruchtendes Paar, wenn man so will, was zusammengehörig ist. Wir sind auch ein Haus aus Bundeskunsthalle, was vom Anfang an neben Kunst auch Wissenschaft und gesellschaftliche Auseinandersetzung, gesellschaftliches Denken in den Mittelpunkt gesetzt hat und das ist auch gut so. Ich danke Ihnen beiden. Dankeschön. Ihr Mikro dürfen Sie gleich bei mir lassen. Sie nehmen Ihres mit. Ja, und nun kommen wir zum Thema. Sie haben es im Trailer schon gesehen. Wie weit liegt die Macht noch bei uns? Wo steht die Demokratie? Wie weit haben wir noch die Wahl? Wie weit vertreten uns noch die Parteien? Fühlen Sie sich noch von den Parteien vertreten? Und wenn die Demokratie in der Krise ist, wie kommen wir dann wieder daraus? Darüber sprechen wir heute Abend hier mit Thomas Krüger. Er ist, bitte, Sie können schon mal zu mir auf die Bühne kommen und dort Platz nehmen. Er ist seit 18 Jahren Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie hat die Aufgabe, unser aller demokratisches Bewusstsein zu stärken und uns auch zur politischen Mitarbeit zu bewegen, unser Verantwortungsgefühl zu verankern. Seine politische Karriere hat er schon 1989 noch in der DDR begonnen als eines der Gründungsmitglieder der SPD. Ich begrüße weiterhin Sigrid Rostteutscher. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung, hat sie mitbegründet und sie ist seit 11 Jahren Soziologieprofessorin an der Uni in Frankfurt. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört neben unser aller Wahlverhalten generell die soziale und die politische Partizipation. Dann begrüße ich Armin Nassee, ebenfalls Professor für Soziologie in München. Er ist auch aktiver Publizist, er veröffentlicht in diversen Zeitungen und gibt seit 6 Jahren die Kulturzeitschrift Kursbuch heraus, früher wichtigstes Organ der 68er und der APO. Und er schreibt Bücher, ein Titel, relativ aktuell, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Und es diskutiert mit die Netzaktivistin und Bloggerin Katharina Nokun. Sie ist studierte Ökonomin und Politikwissenschaftlerin.
Sie leitet Kampagnen zu Themen wie Datenschutz und engagiert sich bei der Bürgerrechtsbewegung Campact. Sie hat ein aktuelles Buch, das heißt Die Daten, die ich rief. Und früher war sie auch selbst aktiv in der Politik. Sie war Geschäftsführerin der Piratenpartei. Also alle wissen genau, wovon Sie reden. Herzlich willkommen. Aber natürlich sind wir hier auf dem Podium keineswegs die Alleinherrschenden. Nein, die Herrschaft liegt vor allem bei Ihnen, beim Publikum. Und wir haben einen extra Anwalt für Sie, einen rasenden Reporter sozusagen. Mein Kollegen Kilian Reichert, er wird sich gleich unter Sie mischen. Und du kannst mal erklären, was du da genau tust. Genau, guten Abend zusammen. Dankeschön. Anwalt, also Jurist, vielleicht nicht im eigentlichen Sinne, aber vielleicht kann ich meine oder unsere gemeinsame Rolle mit einem Zitat so ein bisschen verdeutlichen. George Bernard Shaw hat gesagt, Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen. Ich finde diesen Ausspruch aus zwei Gründen richtig und interessant. Erstens, wir haben es selber in der Hand, behauptet er, das können wir ja gleich dann nochmal in der großen Runde auch diskutieren. Und zweitens, er sagt, Demokratie ist nicht irgendwas Starres, ein System oder irgendeine Form, sondern es ist ein Verfahren. Ich interpretiere das als etwas Aktives, ein Verhalten. Insofern direkt der Aufruf an Sie, seien Sie nicht verfahren oder verhalten, sondern verfahren und verhalten Sie sich aktiv mit mir gemeinsam. Dann bekommen wir, und jetzt drehe ich seinen Spruch so ein bisschen um, die Diskussionsrunde und die Ergebnisse, die wir alle verdienen. Und im zweiten Schritt, wenn wir auf die Demokratie und unser Wahlverhalten und unser Engagement gehen, vielleicht auch irgendwann die Regierung, die wir verdienen, so wie die noch nicht haben. Keine Ahnung, das kann sich ja jeder selber überlegen. Wir müssen noch einen kleinen praktischen Aspekt klären. Genau. Ne? Normalerweise heißt es ja immer, Handys aus, nicht telefonieren während der Veranstaltung. Auf leise dürfen Sie stellen. Auf leise dürfen Sie stellen. Wenn Sie nicht telefonieren würden, wären wir sehr dankbar. Aber wir haben nachher auch einen kleinen Live-Poll, eine Umfrage, wo wir auch auf Sie setzen. Insofern, wenn Sie wollen, könnten Sie sich schon mal mit dem freien WLAN hier der Bundeskunsthalle verbinden. Genau, die jungen Leute zücken alle sofort ihr Smartphone, war jetzt auch schon 3 Minuten ohne. Und dann könnten Sie darüber dann gleich einen adäquaten Empfang sicherstellen, denn wir sind sehr an Ihrer Meinung interessiert. Aber ich wiederhole das auch gerne nochmal, auch zu allen anderen Themen, nicht nur was diese Umfrage angeht, sondern eben auch das, was hier in der großen Diskussionsrunde diskutiert wird, sind wir auf Ihre Impulse gespannt. Ich komme immer auf Ihre Seite, wenn Sie eine Frage haben oder eine Anmerkung, einfach melden und dann komme ich gerne zu Ihnen. Und ich gehe jetzt darüber und dann schauen wir mal, wer heute die Mehrheit auf seiner Seite hat. Oder Cecile? Bis gleich. Genau, ich setze mich und wir in dieser Runde spielen jetzt mal ein bisschen Arzt und legen dem Patienten Demokratie auf die Couch, beschreiben erstmal die Symptome, dann stellen wir Diagnosen und dann haben wir natürlich auch Ideen für die Therapie, denn auch wenn wir uns in Deutschland nicht so viele Sorgen um die Demokratie machen müssen, wie zum Beispiel in Ländern wie Ungarn oder Polen, gibt es doch Handlungsbedarf, Behandlungsbedarf und da hilft sehr der wissenschaftliche Blick, die wissenschaftliche Analyse. Man kann beobachten, dass die großen Volksparteien schon seit vielen Jahren Mitglieder verlieren, und zwar massiv. Zwischen 1990 und 2015 haben sich die Mitglieder von CDU und SPD quasi halbiert, das muss man sich mal vorstellen. Das Durchschnittsalter liegt so bei 60. Junge, engagierte Politiker wie jetzt zum Beispiel Kevin Kühnert von den Jusos, das sind eher so ganz seltene Phänomene. Das heißt offenbar, dass vor allem junge Menschen sich nicht mehr richtig von den Parteien, von den großen Volksparteien repräsentiert fühlen und auch andere Wähler verabschieden sich zunehmend. Politische Institutionen verlieren offenbar an Glaubwürdigkeit. Das heißt oft, ach, die da oben wissen ja sowieso nicht, was uns bewegt. Politiker sind unfähig, Ausrufezeichen. Viele haben den Eindruck, dass sie, also die Politiker, den aktuellen, den komplexen Herausforderungen, die uns umgeben, nicht so richtig gewachsen sind und keine wirklichen Problemlösungen parat haben. Und ein Vorwurf lautet, dass die Profile der Volksparteien verschwommen sind, dass sie sich nicht mehr klar und deutlich unterscheiden. SPD und CDU sich beide zu sehr in Richtung Mitte bewegt haben. Da haben, können wir feststellen, populistische Parteien ein leichtes Spiel, sich als die wahren Volksvertreter zu gebärden. Und sehen wir auch, es tauchen immer wieder Verschwörungstheorien auf, auch die haben es leichter, als wenn diese großen Parteien stark wären. Zeigt sich also in all dem wirklich eine Krise der Demokratie oder ist es vielleicht eher eine Krise nur der Parteien,
der politischen Institutionen und wie wäre das zu ändern? Um das zu klären, was ich gerade angerissen habe, da setzen wir zwei Schwerpunkte. Zuerst fokussieren wir diese großen Volksparteien, gucken mal, was da läuft, was da schief läuft. Und dann schauen wir uns die Bürger an, inwieweit sie sich heute noch als politisch Handelnde verstehen und inwieweit wir unsere Chancen nutzen, anders nutzen, vielleicht anders nutzen könnten. Die großen Parteien haben offenbar Probleme, die Bevölkerung in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Und deshalb, Frau Ostdeutscher, würde ich Sie als erstes mal fragen, was Sie meinen. Ich meine, Sie forschen darüber, warum die Wähler den Kontakt zu den Parteien verloren haben oder umgekehrt die Parteien zum Wähler. Ich möchte vielleicht vorausschicken, eins, die Parteien waren noch nie massiv in der Gesellschaft vertreten. Also wir hatten vielleicht mal in der Hochphase in den 70er Jahren 5-6% der erwachsenen Bevölkerung, die Mitgliederpartei. Also das kann kein Kriterium sein. Ist es, ob der Unterschied zwischen 6% und 3%, auf die wir jetzt hinlaufen, aber die Parteien waren vernetzt über Vorfeldorganisationen, die Kirchen, die Gewerkschaften, die haben als Massenorganisationen Politik und Parteipolitik in die Fabriken, in die Kirchen, in die Schulen, in das Gemeinwesen gebracht. Und diese Milieustrukturen, wie wir es gerne nennen, sind zusammengebrochen. Das heißt, die Parteien haben ihren wichtigsten Agenten verloren. Und das ist weniger die Schuld der Parteien als der große soziale Wandel. Wer ist heute noch Kirchenmitglied? Ja, die über 70-Jährigen und geht regelmäßig. Wer ist noch Gewerkschaftsmitglied? Die über 70-Jährigen. Und all das spiegelt sich in der Parteistruktur und in den zunehmenden Schwierigkeiten von Parteien, gerade junge Menschen zu erreichen. Herr Nassé, was meinen Sie, warum haben diese Parteien nicht mehr diese identitätsstiftende Wirkung wie früher? Wenn man über Parteien und Politik redet, sollte man vielleicht nicht nur über Parteien und Politik reden, sondern über die Gesellschaft. Und wir werden feststellen, dass wir heute anders in der Gesellschaft leben, als das vielleicht vor einer oder anderthalb Generationen noch der Fall war. Die Kollegin hat es gerade gesagt, die Vorfeldorganisationen, wie man das aus politischer Perspektive nennt, nehmen wir nur das Beispiel der Kirchen, waren quasi alternativlose Mitgliedschaftsagenturen. Und das haben wir heute nicht mehr. Es gibt heute so gut wie keine alternativlosen Mitgliedschaftsagenturen mehr in der Gesellschaft. Und deshalb ist die Gesellschaft unübersichtlicher geworden. Und das bildet sich natürlich auch in den Parteien ab. Ich würde an den Parteien eine ganze Menge kritisieren, dass sie womöglich das genau nicht sehen. Sie arbeiten selbst noch in einer folkloristischen Welt, als gäbe es diese relativ klare Einteilung der Gesellschaft noch. Aber wir müssen einen Blick auf die Gesellschaft richten. Und dann werden wir feststellen, es gibt ein paar sachliche Probleme. Also die Gesellschaft hat sich wirklich sehr, sehr stark in der Richtung verändert, dass manche Entscheidungen nicht mehr so einfach getroffen werden können, wie das tatsächlich vor einer Generation noch der Fall war. Stichwort Autonomie des Nationalstaates, Stichwort eine viel volatilere Form von Weltökonomie, Stichwort nicht mehr so eindeutige Konfliktlagen in der Weltgesellschaft. Das sind ja alles Dinge, die jede Entscheidung komplexer machen. Komplex heißt nicht kompliziert, kompliziert war das immer, sondern komplex heißt, dass die Entscheidungen in mehreren Räumen in der Gesellschaft unterschiedliche Folgen haben. Und deshalb ist das Ganze nicht mehr richtig plausibel zu machen. Fragen Sie mal jemanden, der sich damit auskennt, dass er Ihnen die Finanzkrise, von der wir ja nur glauben, dass sie vorbei ist, weil sie gerade nicht auf Seite 1 der Zeitung steht, eigentlich funktioniert. Und dann wird es unglaublich schwierig, weil wir unterschiedlichste Antworten von unterschiedlichsten Typen von Akteuren bekommen. Dann kann Politik sozusagen nicht mehr derjenige Akteur sein, der gewissermaßen der wichtigste Akteur ist, die Gesellschaft so zu beschreiben, wie sie ist. Das konnte sie tatsächlich mal. Und wenn man an die großen Parteien, von denen ja nicht mehr beide so richtig groß sind, denkt, dann muss man sagen, reden sie immer noch so, als könnten sie diese Repräsentation von Themen, nicht von Leuten, ich glaube gar nicht, dass die Repräsentation von Leuten so wichtig ist, sondern von Themen eigentlich nur noch behaupten, aber nicht wirklich leisten. Mhm. Frau Nokun, was müssten Ihrer Meinung nach die Parteien, die gerade beschriebenen, die offenbar noch nicht so richtig mit der Zeit gegangen sind, mit den Veränderungen tun, um vor allem auch junge Leute anzusprechen? Ja, also ich glaube, um so das allumfassende Problem in all seiner Dimension zu schildern, haben wir, also würde uns heute Abend die Zeit fehlen, denn tatsächlich gibt es so viele Baustellen, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Also mal ein ganz konkretes Beispiel: Das Innenministerium hat
zuletzt seine Staatssekretäre vorgestellt und ich gucke auf das Bild und das sind alles Männer und da ist keine Frau. Ja, da frage ich mich, wo bin ich da repräsentiert? Ein anderes Beispiel, Diana Kinnert, eine junge Politikerin, die sich die Mitglied der Union ist, also Mitglied der CDU, die hat ein Buch geschrieben und dort berichtet, wie so ihr Weg in die große Volkspartei war. Und am Anfang war das tatsächlich schwierig. Sie ist eine junge Frau mit Migrationshintergrund und die ist dann irgendwann mal zu einer CDU-Veranstaltung gegangen, weil sie für sich entschieden hat, das ist meine Partei. Ja, ich möchte es nicht bewerten, meine Partei wäre es nicht, aber gut. Sie ist da hingegangen und das, was sie erlebt hat, war, dass ein älterer Herr bei ihr dann die Bestellung aufgeben wollte, weil er dachte, sie ist die Kellnerin. Ja, und ich habe darüber in sozialen Netzwerken heute Mittag noch einen Post veröffentlicht und da hat sich eine andere Frau bei mir gemeldet und meinte so, ja, ach, das ist mir auch schon mal passiert, ne, in anderem Kontext. Aber tatsächlich erlebt man das häufig, also A, es ist eine Männerdomäne immer noch und B, wir haben einfach, ja, der Altersdurchschnitt liegt bei 60, das bedeutet, naja, der Median, also das Alter, also der Durchschnitt bedeutet ja, dass es, also es gibt ja Jusos beispielsweise bei der SPD, das sind junge Leute, die in der Jugendorganisation sind und dann gibt es noch wahrscheinlich ganz viele 80, 90-Jährige, die dann irgendwie diesen Schnitt dann bei 60 sich einpendeln lassen und ich fand das mal einen ganz schönen Vergleich. Es hat mal jemand gesagt, der Hauptaustrittsgrund bei den Volksparteien ist der Tod. Schwer vermeiden. Und das ist schon ziemlich traurig. Und ich will gar nicht sagen, dass früher alles besser war. Ich glaube, früher waren viele Dinge anders. Aber ich glaube, was schon anders war, ist, dass ich damals, wenn ich zu einem Stammtisch der SPD oder der Union gegangen bin, gut, da waren es wahrscheinlich auch alles Männer. Gut, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen, weil meine Rolle vielleicht am Herd gewesen wäre. Aber der Altersdurchschnitt war zumindest ein anderer. Ne? Und ich glaube, da gibt es ganz viele kleine Dinge, wo die Parteien was verändern können. Die Frage ist natürlich, wenn ich da hingehe, selbst wenn niemand bei mir eine Bestellung aufgeben möchte und ich dann da auch mitmachen kann, ist ja die Frage, was kann ich in meinem Ortsverband machen? Da fängt es ja schon an. Ne? Kann ich da einfach nur abnicken, was von oben, sage ich mal, mir an Informationen gegeben wird oder kann ich mitbestimmen? Wenn ich mitbestimmen kann, ist ja die Frage, in welchem Ausmaß kann ich mitbestimmen? Beispielsweise bei Wahlen oder Abstimmungen habe ich das Gefühl, es wird irgendwie ein Druck auf mich ausgeübt, in gewisser Art und Weise, wie es vielleicht übergeordnete Instanzen von mir erwarten, abzustimmen, oder kann ich wirklich frei abstimmen? Gibt es eine offene Diskussion? Ist meine Meinung gefragt? Und ich würde gar nicht sagen, dass die Jugend Politik verdrossen ist. Überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Gerade in Zeiten der AfD haben ganz viele Leute gesagt, ich trete in Parteien ein. Und auch viele Menschen aus meinem privaten Umfeld. Aber viele haben eben auch gesagt, ich habe denen wirklich eine Chance gegeben. Ich habe es versucht. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht zu Hause. Also A, habe ich nicht das Gefühl, ich werde für voll genommen. B, habe ich mir das doch ein bisschen interaktiver vorgestellt. Und C, habe ich das Gefühl, ich bin die einzige Person unter 50 da. Und das macht dann einfach auch kaum Spaß. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Bereiche, wo Parteien einfach auch mal sagen müssen, die Welt hat sich verändert. Also wir erwarten ja auch heutzutage was anderes von unserem Arbeitgeber. Wir erwarten flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und eine familienfreundliche Umgebung. Ja, in den 60ern war es ein absolutes No-Go. Und ich finde, da kann man heutzutage auch zu Parteien hingehen und sagen, ich erwarte, dass die einzige Möglichkeit zur Beteiligung nicht ist, abends um 20 Uhr in eine verrauchte Kneipe, wo nur 60-jährige Männer rumhängen, hinzugehen, sondern vielleicht bin ich alleinerziehend und ich möchte auch vielleicht online teilnehmen. Ja? Und das sind einfach Dinge, also es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen möchte. Meine Wahrnehmung ist, viele Leute haben Bock auf Politik. Ich organisiere regelmäßig große Demonstrationen oder auch kleine Protestaktionen und da kommen immer unglaublich viele junge Leute, auch ältere, aber auch viele junge. Und ja, da könnten die Parteien mehr machen. Ich möchte das Stichwort aufgreifen, dass die Welt hat sich verändert. Herr Krüger, ein Vorwurf ist, wie gesagt, immer wieder, dass die Parteien sich zu sehr angenähert haben, dass man nicht mehr, früher wusste man, okay, ich gehöre eben, jetzt mal grob gesprochen, zu den Konservativen oder vielleicht eher zu den Sozialisten oder zu den Sozialdemokraten hier in Deutschland. Heute ist das in Zeiten einer sehr komplexen
gesamten Welt und Problemstellung in vielen Bereichen gar nicht mehr so leicht. Wie wäre es denn, also der CDU kreidet man im Moment an, die Flüchtlingspolitik, zumindest Frau Merkel, oder was weiß ich, die Anerkennung der Homo-Ehe, die SPD mit Hartz IV, das war nicht sozialdemokratisch genug und so weiter. Es gibt Themen, wo man sagt, die sind nicht mehr sozialdemokratisch und die sind nicht mehr konservativ oder christdemokratisch. Aber wie können sich, um bei den beiden Parteien jetzt mal zu bleiben, überhaupt noch profilieren, um zu sagen, okay, wir sind so wie früher die Konservativen und sprechen die und die Wählerschaft an und wir sind die Sozialdemokraten und das ist unsere Wählerschaft. Na, ich würde zunächst erstmal darauf hinweisen, dass sich die Situation, die Transformationsprozesse, die wir heute erleben, als große Herausforderung für die Parteien erweisen, weil sich in den Parteien die Pluralisierung der Gesellschaft so noch nicht widerspiegelt und sie deshalb sozusagen in ihren eigenen Verfahren immer wieder an ihre Grenzen kommen. Aber dem Gerücht, dass sich Parteien nicht unterscheiden, dem würde ich doch schon entschieden widersprechen. Also wir treten bei jeder Landtags- und Bundestagswahl mit dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale den Beweis an, indem wir die Wahlprogramme von Jugendlichen lesen lassen und dann beraten die Jugendlichen, welche Thesen sie formulieren und zur Abstimmung stellen. Und oh Wunder, wir erfahren, die Parteien unterscheiden sich sehr wohl. Und es gibt natürlich Fragestellungen, wo Parteien eine vergleichbare, manchmal sogar selbe Meinung haben, aber in vielen Fragen unterscheiden sie sich. Und uns ist es eben in der politischen Bildung sehr wichtig, deutlich zu machen, ja, beschäftigt euch mit den Inhalten, beschäftigt euch mit diesen unterschiedlichen Positionen, dann kann man sich auch eine Meinung über die entsprechenden Inhalte, über die Themen beziehungsweise die Antworten der Parteien auf diese Themen eine eigene Meinung bilden. Aber der entscheidende Punkt für meine Begriffe ist, dass wir eben in einem rasanten Veränderungsprozess derzeit leben, die Gesellschaft sich viel vielfältiger, heterogener, pluraler gestaltet und die alten Institutionen nicht in der Lage sind, das sachgerecht in Verfahren abzubilden. Weshalb wir eigentlich in der Demokratie immer wieder deutlich machen müssen, es ist wichtig, den öffentlichen Raum als solchen hochzuhalten, als Streitraum, auch als kontroversen Raum. Widerspruch ist das Lebensmittel der Demokratie. Das brauchen wir. Wir brauchen unterschiedliche Positionen. Und wenn die verhandelt werden, dann wird man feststellen, dass es sozusagen in der Tat eine lebendige Auseinandersetzung um politische Themen geben kann, inklusive der Demonstrationen, der Artikulation von Widerspruch, das gehört alles dazu. Und ich finde, dass wir vielleicht oft an Selbstvertrauen Mangel haben, weil wir haben eine relativ plurale, vielfältige Diskussion. Mir fehlt es manchmal an dem medialen Rahmen dafür. Wenn man sich anguckt, dass die Zeitungen in einer tiefen ökonomischen Krise stehen und wir eigentlich sozusagen an öffentlichem Raum zunehmend Standardisierungsprozesse erleben, die eben die Unterschiede von Positionen im öffentlichen Diskurs eher verwischen als deutlich machen, macht es deutlich, dass wir uns bemühen müssen, auch die unterschiedlichen Möglichkeiten und die Vielfalt der Position kenntlich zu machen. Ein Punkt will ich gerne noch aufgreifen, der schon von Ihnen angesprochen worden ist, das Gerücht, dass immer mehr Leute aus den Parteien austreten. Ich habe mal das Argument gehört, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, dass in den 50er Jahren und frühen 60er Jahren nicht wirklich viel mehr Menschen in Parteien aktiv waren als heute. Aktuell erleben wir sogar wieder eine Konjunktur der Mitgliedschaft in Parteien. Das heißt, die Kurve geht nach oben und nicht nach unten. Und ich finde, das ist im Vergleich zu vielen anderen Institutionen und Organisationen ja eher das halbvolle Glas als das halb leere. Aber in welchen Parteien? Wir sprachen jetzt von den Volksparteien, also SPD und CDU oder andere Parteien? Die SPD hat laut Ausweis ihrer eigenen Geschäftsstelle einen deutlichen Mitgliederzuwachs gehabt im letzten Jahr. Altersdurchschnitt? Vor allem junge Leute, die eingetreten sind. Das hat vielleicht auch mit der aktuellen Initiative von den Jusos zu tun, aber nicht nur. Das ging schon vorher los.
Und auch die CDU hat Parteieintritte im Saldo nicht ganz so positiv wie bei der SPD. Es gibt mit der AfD eine neue Partei, das kann man blöd finden und zu Recht kritisieren, aber es sind Leute, die sich parteipolitisch engagieren, was sie vorher nicht getan haben. Dann war die Halbierung vielleicht bis, wie gesagt, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, war bis 2015. Vielleicht ist das ja so, dass mit Aufkommen der AfD könnte man ja darüber diskutieren, wieder mehr Leute in die SPD und in die CDU eintreten. Herr Nassier, Sie sagen sowieso, dass die AfD bei allem Ärger und bei aller Kritik ein Zeichen für eine stark gelebte Demokratie ist oder unsere, oder anders ausgedrückt, die Demokratie zumindest sehr belebt. Naja, belebt auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein demokratischer Vorgang gewesen und das hat zunächst mal mit den Inhalten der AfD gar nicht so viel zu tun und es gibt ja sogar wenn man das legitimationstheoretisch sich anguckt, muss man sagen, da hat kein Putsch oder Ähnliches stattgefunden, sondern es hat genau das stattgefunden, was wir von der Demokratie erwarten. Aber ich meine, die Frage der Unterscheidbarkeit ist schon eine sehr komplexe Frage. Wer soll sich eigentlich unterscheiden? Also die Parteien unterscheiden sich schon, die Politiken unterscheiden sich weniger. Und das ist natürlich eine außerordentliche Spannung. Also jemand, der nur als Partei redet, und das ist das, was der Wahl-O-Mat macht. Übrigens mit dem Wahl-O-Mat habe ich ganz schreckliche Erfahrungen gemacht. Ich habe den auch gemacht und dann kam eine Partei raus, die ich wählen sollte, die ich nicht mit der Kneifzange gewählt hätte. Ja, also das ist Herr Nassier, da würde ich Sie nur an Aristoteles verweisen, der gesagt hat, jede Erkenntnis fängt mit dem Erstaunen an. Ja, das... Das war eher Schrecken als Erstaunen. Aber ich sage auch nicht, wer das war. Nicht, dass Sie jetzt gleich noch nachfragen. Aber ernsthaft zu sagen, das Interessante ist ja, dass alles Politische doppelkodiert ist. Wir haben einerseits ein Sachproblem, das gelöst werden muss. Wir haben andererseits ein Problem, dass das als politische Aktion sichtbar werden muss. Also das Richtige zu tun und damit ein Sachproblem und ein politisches Problem zu lösen. Das ist die große Herausforderung. Und das ging natürlich in früheren Zeiten, als die Milieus noch unterscheidbarer waren, viel, viel einfacher. Heute haben wir das Problem, dass Leute sozusagen, wenn sie nicht Entscheidungen treffen müssen, sich leicht unterscheiden können. Und wenn sie in Situationen sind, Entscheidungen treffen zu müssen, bisweilen diese Entscheidungen entweder unplausibel aussehen oder sich tatsächlich nicht so stark unterscheiden. Und das ist eine Erfahrung, so Leute wie wir kommen normalerweise drauf zu sagen, dann brauchen wir mehr politische Bildung. Aber politische Bildung soll ja sozusagen auch diesen zweiten Aspekt, nämlich dass das Politische irgendwie auch eine emotionale Repräsentation sozusagen meiner Person in der Gesellschaft und umgekehrt sein soll, leisten. Und dann ist auch politische Bildung eigentlich doppelkodiert. Ja, politische Bildung müsste eigentlich sagen, die Gesellschaft ist gar keine politische Veranstaltung. Ja, es werden auch nur ganz wenige Entscheidungen demokratisch gefällt. Also wen ich liebe, wie ich liebe, an wen ich glaube, wo wir investieren, das sind alles keine Dinge, die übrigens, was wissenschaftlich wahr ist, wird Gott sei Dank nicht demokratisch entschieden. Manchmal sieht es ein bisschen so aus und dann sind es meistens schlechte Ergebnisse, ja, sondern was Kunst ist, wir sind in der Kunsthalle hier, ne? Also was ob gute Kunst, das wird nicht entschieden im demokratischen Wege, aber es kann sozusagen dazu beitragen zu sehen, dass es einen Unterschied macht, wenn etwas einen Unterschied macht. So, und ich habe es extra jetzt so ausgedrückt, es wird deutlich, wenn man jetzt weiterredet, wird es kompliziert. Und wir wollen doch eigentlich die Leute dafür gewinnen, dass sie mitmachen und dafür sollen sie vergleichsweise einfach sein. Und ich finde das, was Sie vorhin beschrieben haben, kann ich voll nachvollziehen, dass es sozusagen so eine Art Kulturschock gibt und da würde der gefühlskalte Soziologe hingehen und sagen, das passiert in Organisationen. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren Professor und dachte, eine Universität ist ein Laden, in dem man permanent an der Wahrheit argumentiert. Ne? Und das meiste, was wir machen, ist eigentlich zu gucken, dass die Verfahrensregeln einer nachgeordneten Behörde so aussehen, dass man sie in ein Papier schreiben kann. Ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber das ist das, was Organisationen machen. Und das macht eine moderne Gesellschaft einfach sehr, sehr anstrengend und schwierig. Und vielleicht brauchen wir eine gewisse realistische Idee davon, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Und daran muss man tatsächlich die Parteien auch packen und sagen, sie müssen tatsächlich manche Trägergruppen dann anders reinholen, damit sie gute Erfahrungen mit ihnen machen können. Da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Das Interessante ist, wir hatten ja auch viele Überläufer bei den Piraten sozusagen. Also Leute, die jahrelang wirklich in anderen Parteien aktiv waren, teilweise auch schon mal in Parlamenten gesessen haben, die ganz bewusst gesagt haben, ich kenne mich in der Politik aus, ich weiß, wie der Laden läuft und ich weiß einfach, dass es Dinge gibt,
die mich schon all die Jahre gestört haben. Und ich finde es gut, dass jetzt eine neue Partei ist, die das Ganze mal hinterfragt. Weil natürlich kann man das hinterfragen, ob man nicht Abstimmungen frei gibt, sage ich mal, auf Parteitagen, auf delegierten Parteitagen bei der SPD, ob man das kritisieren möchte, wenn eine Landesvorsitzende durch die Reihen geht und zu einzelnen Leuten sagt, du, also wenn du jetzt hier für die gegen die Vorratsdatenspeicherung stimmst, dann kannst du deine Karriere vergessen. Ja, und das ist nachweislich passiert. Und das sind Dinge, die passieren ständig. Und ich finde, es ist absolut wichtig, da auch mal zu gucken, was kann man fundamental ändern. Und ich denke schon, dass es, also ich würde nicht sagen, dass die Demokratie unbedingt dann besser läuft oder gerettet ist, wenn die alten Volksparteien auf jeden Fall stark werden. Warum denn? Also ich finde, es ist doch kein Selbstzweck, dass man ein altes Plakat irgendwie dann hochhält. Die Frage ist ja, was steckt drin? Ja, und die Frage ist natürlich nach den Alternativen. Aber wo wir ja schon bei der Piratenpartei sind, das ist eine Partei, die sehr, also erstaunlich schnell erfolgreich geworden ist. Eine junge Partei, die dann ein paar Themen hatte, mit denen sie wirklich gepunktet hat. Aber man muss auch sagen, die sind ziemlich schnell wieder ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Ist das bezeichnend für eine so junge, schnell gewachsene, schnell erfolgreiche Partei oder lag das speziell an den Piraten? Ich glaube, das lag speziell an den Piraten. Den Schuh muss ich mir schon anziehen. Also im Nachhinein ist man natürlich älter und klüger und regelmäßig, wenn ich Nachrichten sehe, also ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, ich hätte mir gewünscht, dass wir damals den Einzug geschafft hätten und den Menschen, die sagen, ich bin parteienverdrossen, ich möchte was Neues wählen, eine Alternative, Leute, denen ich glauben kann, Leute, die nicht schon 5 Wahlversprechen gebrochen haben, ja, und so irrational man das finden kann, es gibt viele Leute, die aus diesem Grund einer Partei die Stimme geben, die mir mein Bleiberecht in Deutschland abspricht, ja, und man sieht ja auch in Europa, dass es Länder gibt, in denen es progressivere Parteien. Weil Sie Deutsch, ich bin in Polen geboren. Genau. Ja, und es gibt, also die AfD Baden-Württemberg hat auf ihrer Seite, Homepage, einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, ihren polnischen Hintergrund, den sie auch gerne gegen die AfD anbringt und mit dem sie kokettiert, den erwähnen wir wegen Bedeutungslosigkeit nicht. Und da frage ich mich schon, was ist das für eine Partei? Und ich würde dem widersprechen, dass das alles neue Leute sind, die noch, sag ich mal, vorher sich politisch nicht engagiert haben. Also ja, der Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, der war vorher bei einer rechtsextremen Partei aktiv, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und da ist er nicht der Einzige. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind alle unbeschriebene Blätter. Ne? Also ich hätte mir gewünscht, wir hätten vieles anders gemacht. Ich glaube, im Nachhinein, wir waren wirklich zu feige. Wir waren zu angepasst. Wir haben ganz viel Gegenwind bekommen, auch zu Recht. Natürlich, wir waren nicht perfekt und wir waren einfach neu und wild und ungewohnt und das hat vielen Leuten Angst gemacht. Aber wir hätten, glaube ich, mutiger sein sollen und einfach sagen sollen, nee, das finden wir jetzt aber so. Grundeinkommen finden wir richtig. Ja, und dann machen wir auch keine Kompromisse. Und dann kann die Debatte passieren. Und natürlich, am Ende werden Kompromisse gemacht, wenn man in der Regierung ist. Ja, aber unsere Rolle war eben auch, die neue Sachen reinzubringen. Inwieweit müssen wir... Also ich will da massiv widersprechen. Die Chancen der Piratenpartei waren von vornherein so schmal, weil sie sich in einem Parteienspektrum bewegt, das bereits überfüllt ist, nämlich auf der linken Seite. Sie hätte mit Linkspartei, mit Grünen, mit SPD da noch eine Nische zu finden, unglaublich schwer. Ganz im Gegenteil, überleben wir jetzt die nächste Protestpartei, die wahnsinnig viel Platz auf der rechten Seite hat. Da kann sich eine neue Partei, und das passiert ja gerade, erfolgreich etablieren, weil der Rest der Parteien, die sind nicht näher gekommen. Aber das ganze Parteienfeld hat sich, das hat mit der Vereinigung begonnen, nach links verschoben, inklusive von CDU, CSU. Und viele der Piratenwähler, wir haben das 2013 gesehen, sind interessanterweise direkt zur AfD gegangen. Weil es gibt einen Prozentsatz dieser Anti-Establishment-Personen, die jede dieser Parteien, die die anderen beschimpft, wählen wird. Und da ist es völlig egal, ob linker oder rechter. Also mein Punkt war, ganz, ganz geringe Etablierungschancen für die Piraten im deutschen Parteiensystem. Herr Krüger? Ja, hinterher weiß man immer mehr. Ne? Ja, also ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Defizit der Partei gewesen oder des Managements, sondern es ist Zeichen der Volatilität von politischen Themen. Und die Piraten hatten ein Thema, was nämlich die ganze Frage, wie verhält man sich im Kontext von Digitalisierung, welche Entscheidungen sind da zu treffen, was ein Megathema war für viele Leute in der Gesellschaft und worauf die anderen Parteien
relativ dünne Antworten hatten oder gar keine Antworten hatten. Und es reicht eben nicht sozusagen ein Thema, um ein Thema herum sich zu gruppieren. Aber es macht deutlich, dass heute Themen durchaus Konjunktur haben und Parteien eine ganze Zeit brauchen, um sich eine differenzierte Meinung zu solchen wichtigen Grundsatzentscheidungen in Transformationsprozessen bilden. Und ich glaube, dass die Piraten dann da letztendlich, weil sie dieses Thema sozusagen als Favoritenthema hatten und dann die anderen Themen doch relativ sub zugeordnet, also untergeordnet waren, eigentlich nicht hat wirklich richtig durchsetzen können. Aber ich glaube, die Themen spielen heute eine sehr starke Rolle. Und weil die klassischen Parteien eben eine Zeit brauchen, um sich mit diesen Themen zu arrangieren, nehmen wir das Ökologie-Thema, das ist ja auch ein gutes Beispiel, weil darüber die Grünen sich profiliert haben und eine ganze Zeit danach tatsächlich auch die anderen Parteien, die großen Volksparteien auch, Expertise herausgebildet haben, sich eine Meinung gebildet haben und diese Themen auch glaubwürdig besetzt haben. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Situation, mit der wir heute zu tun haben. Nicht nur die Parteien versagen, sondern es ploppen manchmal Themen auf, die neu sind, zu denen man sich verhalten muss, und die klassischen Institutionen brauchen eine Zeit, um das für sich zu verhandeln und zu organisieren. Aber um jetzt nicht bei den Piraten stehen zu bleiben, wie weit sind denn überhaupt Parteien heute noch generell zeitgemäß? Ich meine, Sie sind inzwischen nicht mehr bei den Piraten, sondern Sie engagieren sich in anderen Bewegungen. Es gibt ganz andere Arten von politischer Partizipation. Wie weit sind es vielleicht auch einfach eben solche Bewegungen, die Parteien, zumindest bei den jungen Leuten, teilweise ersetzen, attraktiver sind, mehr punkten, oder anders gefragt, wie können die Parteien davon lernen und eben wieder auch stärker werden? Partizipation ist ja so ein blinder Fleck in der Debatte. Also es ist ganz schwer, gegen Partizipation zu reden. Ich werde es aber jetzt tun. Demokratie ist, wenn wir genau hingucken, eigentlich eine Veranstaltung zur Begrenzung und Organisation von Partizipation. Die sollten ja nicht mitmachen. Das ist Begrenzung von Partizipation. Also eine Begrenzung von Partizipation heißt tatsächlich, dass wir sozusagen, wenn wir kollektiv bindende Entscheidungen für unübersichtliche Kollektive produzieren müssen, das ist das, was Politik macht, dann muss man ja irgendwie damit umgehen, wie man eigentlich in der Lage sein kann, sozusagen die Volatilität der Entscheidungslage irgendwie zu organisieren, klein zu halten, Legitimation herzustellen, dass man nicht permanent Nein-Stellungnahmen einbauen kann. Wir wollen jetzt nicht so viel über Piraten reden. Was bei den Piraten ein Problem war, ist, dass sozusagen das Partizipationsparadox sozusagen durchgeschlagen ist, ne? Weil man nie ein Ende einer Debatte haben konnte. Das Experiment fand ich genial. Ich fand es deshalb genial, weil es genau auf ein Bezugsproblem des Politischen hingewiesen hat. Wir versuchen alles mit Partizipation zu lösen, und wenn wir Partizipation haben, entsteht ein riesengroßes Problem. Die anderen Parteien, und zwar alle außer den Grünen, glaube ich, haben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, ihre sozialen Netzwerke zu öffnen. Man hat den Leuten gesagt, jetzt sagt doch mal, was ihr wirklich denkt. Und dann haben die das gemacht, und das war nicht die Lösung, sondern das Problem. Und daran kann man eigentlich sehr schön sehen, dass Partizipation in einer modernen Gesellschaft bedeutet nicht, dass man sagt, was man denkt, sondern dass eine Form da ist, dass man sozialverträglich denkt, was politisch verhandelbar ist. Wir tun ja immer so, als seien Konflikte irgendwie natürlich schon da. Es ist ja ein großer zivilisatorischer Fortschritt, dass wir bestimmte Konfliktlagen haben, über die wir zivilisiert reden können. Der von zwischen Kapital und Arbeit war mal so einer. Der ist nicht mehr so eindeutig, wie er mal war. Heute haben wir eine Kulturkampfsituation. Die Frage ist, kann man die zivilisieren? Im Moment sieht es nicht so aus, aber vielleicht wäre das so etwas. Vielleicht gibt es ein paar Sachprobleme, an denen man das tun könnte. Ich glaube, dass dieses Partizipationsproblem in der Kommunikation, wie das in Ihrer Partei oder in Ihrer ehemaligen Partei gemacht worden ist, ein solches Thema wäre, an dem man das machen könnte. Und ich weiß, dass das unglaublich doof sich anhört, wenn ich das sage, weil sozusagen der Soziologe hingeht und sich die Frage stellt, so normative Idee von Partizipation, das ist sozusagen der Anker in der Kommunikation.
Kommunikation, gegen den man nichts sagen kann, aber die totale Partizipation macht genau das nicht, was die Funktion eines modernen politischen Systems ist. Und das ist das Problem. Also daran kann man auch nicht vorbei. Und das ist auch das Problem aller sozialen Bewegungen. Soziale Bewegungen haben in der Gesellschaft unglaublich viel tolle Sachen angestoßen, waren aber unglücklich mit sich selbst. Und das ist sozusagen etwas, was notwendigerweise so miteinander angeordnet sein muss. Dennoch möchte ich an der Stelle mal kurz den Blick ins Ausland werfen. Ich würde sehr gerne einen Erstmal ist mein Gefühl. Wir sind ausgeschaltet, das geht nicht. Nein, Okay. Wer nur als Befund. Wer nicht wählt, partizipiert auch nicht anders. Es ist ein Riesenmythos, dass es sowas gibt wie die Partei und Institutionen, verdrossene Jugend und Menschheit, die dafür in Bewegungen ist, in Initiativen. Die Korrelation ist so, dass wer wählt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alternativ unterwegs. Und wer nicht wählt, ist apathisch. Also wir haben eine Zweiteilung der Gesellschaft in Hochaktive, die alle Partizipationsformen, die es gibt, ausnutzen, und einen anderen Teil, der gar nichts mehr tut. Ist das so, Frau Nohrun? Oder gibt es welche, die sagen, wir wählen nicht mehr, weil die Parteien sind alle blöd und wir bewegen uns ganz anders, also wir partizipieren ganz anders und bewegen auf anderen Wegen etwas für diese Gesellschaft? Ja, also erstmal wollte ich sagen, ich bin mit mir selbst nicht unglücklich, nur weil ich in keiner Partei mehr bin. Und ich glaube, vielen Menschen, die in keiner Partei sind oder vielleicht Teil einer sozialen Bewegung sind, sich beispielsweise für Tierschutz oder gegen Gentechnik einsetzen oder gegen Atomkraft. Ich glaub, aber die Frage ist ja, gehen die auch unglücklich wählen? Ja, also viele von denen gehen wählen. Ich kenne aber auch tatsächlich Menschen, die hochpolitisch sind und die sagen, ich gehe nicht wählen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit voller Überzeugung einer Partei ganz bewusst die Stimme geben kann und sage, ich kann da voll hinterstehen. Wobei ich sagen muss, die Anzahl derer, die das sagen vor Wahlen, im Freundeskreis spricht man ja recht offen darüber, die ist geringer geworden, weil viele Leute einfach sagen, jede Stimme, die ich gebe für eine Partei, die nicht die AfD ist, die ist mir wichtig, weil ich persönlich beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund in meinem Familienfreundeskreis habe, die mir wichtig sind. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn man sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, sagt man ja auch indirekt, ich interessiere mich nicht für meine Mitmenschen. Denn mag sein, vielleicht interessieren mich manche Abstimmungen, die da anstehen, nicht, aber doch meine komplette Umwelt um mich rum. Und ja, also um nochmal auf diesen Seitenhieb auf die Piraten zurückzukommen, ich finde das schwierig. Ich glaube, die Gesellschaft oder auch die Öffentlichkeit war einfach total unvorbereitet, dass da jetzt eine junge Partei ist von jungen Leuten, die haben halt alle einen Rechner oder die haben alle ein Smartphone und die sind es einfach gewohnt, wenn ich eine Meinung zu was habe, ja, dann schreibe ich den halt einfach an. Ist mir doch egal, was für einen hohen Posten der hat. So, soll er mir antworten? Wenn er mir nicht antwortet, gut, dann macht das halt nicht, aber hier ist die Kommentarspalte, da kommentiere ich rein. Und ja, wenn das Durchschnittsalter 60 Jahre bei anderen Parteien ist, ist das natürlich erstmal ein Schock. Und für Journalisten war es natürlich auch ein Erlebnis, so, hey, da gibt es einfache Basismitglieder, die sagen einfach, mein Vorsitzender ist doof. Ja, und der Vorsitzende stellt sich auch noch hin und sagt so, ja, soll er doch sagen, ist ein freies Land. Und bei anderen Parteien ist es, sag ich mal, eher nicht gerne gesehen, so eine offene Kritik zu äußern. Und es wurde ja auch viel über die Diskussionskultur der Piraten geschrieben. Und ich muss sagen, das war von innen betrachtet überhaupt nicht so. Also es gab hart in der Sache, aber in 99% der Fälle absolut korrekt im Ton. Und was Hass ist, was Hass im Internet ist, habe ich erst erleben müssen, als ich angefangen habe, über die AfD zu schreiben und deren Wahlprogramm analysiert habe. Dann ging es aber richtig los. Ich möchte trotzdem mal kurz ins Ausland gucken, weil ich meine, es gibt ja durchaus, also wenn wir das Wort Bewegung haben, es gibt ja Bewegungen, die es in die Politik schaffen, die wählbar sind. Das sind in Frankreich République en Marche, das war in Spanien Podemos, die Fünf Sterne in Italien, Syriza in Griechenland. Das sind ja solche, so, das ist so ein Momentum, wo sich Menschen auch mal zusammentun, die erstmal wahrscheinlich keine Partei gründen wollen, trotzdem Politik machen wollen und die offenbar einen riesengroßen Erfolg haben. Erstmal, wie lange der dann währt, das sieht man dann, aber inwieweit ist es auch auf Deutschland übertragbar? Inwieweit kann man davon einerseits lernen oder aber auch vielleicht sagen, nee, das funktioniert so gar nicht, Frau Stolter oder Herr Krüger? Noch würde ich sagen, ist es unser System zu stabil. Ich meine, Frankreich hat fast einen Kollaps des Parteiensystems, Italien auch. Da muss die Lücke muss riesig sein, sodass so eine Bewegung auf die Art und Weise Momentum gewinnen kann und die Leute in Massen anzieht. Sehe ich für Deutschland derzeit nicht. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren aussieht. Und wie Sie korrekt gesagt haben, wo
sich in Griechenland oder Hommage, werden die in 4 Jahren noch so existieren oder werden sie eine ganz normale Partei sein, die nur diesen Anschub als Bewegung hatte? Grünen sind so entstanden. Mhm. Irgendwann kommt das Parteiformat, weil es geht gar nicht anders. Dann wird diese langweilige Organisation zu bilden sein, weil Demokratien diese Organisationen benötigen. Aber was ja auffällig ist, dass es oft auch an Personen hängt. Da gibt es einen Emmanuel Macron zum Beispiel, ich sage jetzt mal übertrieben, eine Lichtgestalt, der Visionen hat, der auf einmal wirklich eine Veränderung will. Und da würde ich gerne nochmal auf den Politikertypus in Deutschland zu sprechen kommen, weil Sie haben vorhin gesagt, die Parteien, gebe ich Ihnen ja durchaus recht, unterscheiden sich, wenn man die Wahlprogramme liest, sehr wohl. Wenn man aber die in der Bevölkerung sich umhört, entsteht offenbar dennoch der Eindruck, dass das alles ein bisschen wischiwaschi ist. Und wenn jetzt nicht gerade Herr Seehofer mit seinem neuen Heimat- oder wieder aufgelebten Heimatbegriff kommt, dann haben ja die Leute offenbar doch das Gefühl, dass die alle irgendwie ein bisschen das Gleiche erzählen, sich nicht so richtig unterscheiden und viel mit Opportunität arbeiten. Wo ist dieser deutsche Politikertypus, den offenbar die Leute ja brauchen, um diese Inhalte so klar vermittelt zu bekommen? Also irgendwas liegt ja an der Kommunikation, läuft ja anscheinend falsch. Also ich fand den Hinweis von Herrn Nassé vorhin relativ treffend, dass es nicht die Parteien sind, sondern die Politiken, die sich ähneln. Und wir haben sozusagen in Deutschland mit einem Politiker, Politikerinnen-Typus zu tun, der sehr stark sozusagen in einem etablierten Form Politiken verhandelt und organisiert. Und das sozusagen hat dazu geführt, dass sich Opposition heute darstellt als Opposition gegen die Demokratie. Und das ist wirklich ein Krisenfaktor allererster Güte. Wenn wir nach Spanien und nach Griechenland gucken oder auch nach Italien, da haben wir sozusagen ganz deutlich Phänomene dieses Anti-Elitären, dieses sich Abgrenzens gegenüber demokratischen Verfahren. Und um nochmal zurückzukommen auf die Partizipationsfrage, ich bin ein Anhänger von Partizipation, aber wenn man die gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt, fällt in der Partizipationsforschung auf, dass sich eine bestimmte Klientel dieser Gesellschaft, meistens Bildungsbenachteiligte, überhaupt nicht beteiligen. Und ich kann, also je mehr Beteiligung ich fordere, je mehr benachteilige ich diejenigen, die sich gar nicht mehr beteiligen an der Demokratie. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Problem, auf das man entsprechende Antworten finden muss. Und insofern verstehe ich auch Ihren Hinweis darauf, eine Partizipationsbegrenzungsdiskurs zu thematisieren. Allerdings würde mir was Fundamentales in der Demokratie fehlen, wenn neben den Parteien, die ja nur mitwirken sollen an der politischen Willensbildung, die Form von Intervention, auch von Protest, von Artikulation in der Gesellschaft zu klein geschrieben wird. Eine lebendige Demokratie braucht beides. Sie braucht eine stabile Verfahren, verlässliche Verfahren, aber auch sozusagen die Luft zum Atmen, die Luft für Intervention, für Protest, für Widerspruch. Das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland haben wir relativ ein breites Spektrum kultiviert, was man nicht sinnloserweise über Bord werfen sollte. Und worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist tatsächlich neue Formen von Beteiligung, von Aktivierung derjenigen, die sich eben überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlen, zu schaffen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Repräsentiert fühlen, Stichwort Partizipation, Kilian. Genau. Wir machen das jetzt einfach mal, was Sie fordern, Herr Krüger. Übrigens, Wahl-O-Mat, ne? Tut mir leid, dass Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber wer ihn nicht kennt, das muss man nicht nur als junger Mann mal ausprobieren. Ein super geniales Tool, wer sich da nicht so sicher ist, was zu wählen ist. Kennen Sie den Unterschied zwischen Entspannung und Anspannung? Entspannung, Moderator steht hier. Anspannung, Moderator setzt sich hier daneben. Mhm. Sag mal, wir haben über Politikverdrossenheit eben gesprochen. Bist du politikverdrossen? Fühlst du dich angesprochen von Politikern und Parteien? Manchmal. Manchmal. Okay. Das ist eine ganz spannende Aussage, weil das wollen wir ja jetzt eigentlich auch mit unserem Live-Toll, mit unserer Abstimmung einmal kurz überprüfen, wo da Unterschiede sind, jetzt mal anhand der Altersstruktur. Insofern machen wir das jetzt mal wie in der Schule, aber nicht Hefte raus, sondern Smartphones raus. Jeder nimmt mal bitte sein Handy zur Hand, das ja auf lautlos gestellt ist, genau.
Und dann bekommen Sie jetzt dort vorne gleich einen QR-Code zu sehen. Wenn Sie keinen Scanner haben, wer den Firefox benutzt, kann es automatisch scannen. Ansonsten geben Sie bitte einfach oben bit.ly/Partei1 ein. Und dann können Sie jetzt sofort diese Frage beantworten. Ich gucke mal gerade hier, ob das klappt und was gewählt wird. Oh, es wird gar nichts gewählt. Nur Fotos gemacht. Ah, jetzt klappt's. Wir schauen mal. Wichtig ist an dieser Stelle, da steht U30. Unter 30. Bitte halten Sie sich daran. Nicht wahr. Sonst verfälschen Sie unsere Umfrage. Nicht wahr. Und dann dürfen Sie jetzt quasi live abstimmen. Fühlen Sie sich einer Partei verbunden? Ganz allgemein gefragt. Fühlen Sie sich einer Partei verbunden? Sagen Sie ja, nein oder weiß nicht. So, und das ist ja schon mal sehr spannend. Wir sehen, das Ganze läuft noch, bis wir das dann gleich beenden und diese Abstimmung einfach stehen bleibt. Und mal gucken, Sie sind aber Ü30, ne? Ja, ich passe auf. Okay, also wir halten das jetzt mal ungefähr so fest, dieses Ergebnis. Wir sind also bei gut über der Hälfte, wo die Aussage der U30-Jährigen, der unter 30-Jährigen ist, nein, ich fühle mich keiner Partei verbunden. Weiß nicht, bisschen unentschieden, sind ungefähr 12%. Und dann haben wir ein gutes Drittel, die sagen ja, der unter 30-Jährigen. So, und da wir ja keine Altersgruppe hier unterrepräsentieren wollen, haben wir die gleiche Umfrage natürlich nochmal für Ü30. Und insofern bitte ich jetzt alle Ü30-Jährigen, ihr Smartphone rauszunehmen. Und einmal... Dürfen wir auch? Was gibt es denn da zu lachen? Bitte? Die haben alle ein Smartphone dabei. Und das wird jetzt ganz spannend, ob dieses Ergebnis anders ausfällt, als das der U30-Jährigen. Und auch hier bitte wieder rechts diesen QR-Code scannen oder einfach in Ihrem Browser eingeben bit.ly/Partei2. Und dann können auch Sie live abstimmen auf die Frage, fühlen Sie sich einer Partei verbunden mit ja, weiß nicht oder nein. Und dann schauen wir uns direkt live diesen Poll einmal an. Ich spink Sie hier nochmal, ob das alles klappt. Haben Sie Netz bekommen? Nee? Vielleicht gehen Sie nochmal auf dieses WLAN. Das ist dieses, nee, warum? Das zeigt es bei Ihnen gar nicht an. Machen Sie bei Ihrer Nachbarin mit, ja? Gut, und dann sehen wir hier schon, dass sich das Ergebnis verändert und zwar in einer Form, wo wir es wahrscheinlich so ein bisschen erwartet haben und diesen Ball spiele ich dann auch gleich auf die Bühne zurück. Fühlen Sie sich einer Partei verbunden bei den Ü30-Jährigen? Wenn ich das richtig sehe, ist das fast die Hälfte. Ja, weiß nicht, 11%, ungefähr so viel wie bei den U30-Jährigen. Und dann haben wir unten noch Nein, 42, 41%. Also der gravierende Unterschied ist zwischen Ja und Nein hat sich dann doch die Mehrheit deutlich verschoben. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, was ein bisschen für das spricht, was eben bei euch auf der Bühne schon diskutiert wurde. Was hast du denn eben angeklickt? Wenn du das neutral, also beziehungsweise verfremdet beantworten willst, geht das auch, dann verfremde ich dein Gesicht. Nee, das geht auch so. Also ich habe eben bei den U30-Jährigen Ja angeklickt. Ja, ich fühle mich einer Partei verbunden. Ja, genau. Okay, dann machen wir doch jetzt mal die Gegenfrage bei einem Herrn, der wahrscheinlich Ü30 ist. Das war jetzt wirklich nett gemeint, bin ich ja auch. Sagen Sie mal, wollen Sie uns Ihre Abstimmung auch verraten oder ist das geheim? Ja, ich habe gar kein Handy dabei. Freiwillig, wer ist Ü30? Sie haben abgestimmt? Einmal Ü30. Achso, genau, Sie haben kein Handy dabei, aber wir nehmen das jetzt einfach mündlich in die Abstimmung mit rein. Was hätten Sie denn gesagt? Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Eher nein oder weiß nicht. Also ich bin ziemlich inaktiv. Okay, das wollen wir heute Abend ändern. Ne? Dann, wir behalten den jungen Herrn mal im Auge. Aber wir sehen, es ist doch ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Altersgruppen. Vielleicht blenden wir jetzt einmal diese beiden Abstimmungen gegeneinander. Dann kann man das nochmal bei dem Endergebnis sehen. Wir haben zumindest einen deutlichen Anstieg bei Ja der Ü30-Jährigen, naja. Wobei ich glaube, dass auch so manche so Ü30-Jährige bei den U30-Jährigen mitgemacht hat. Aber das ist ja jetzt im Prinzip eine, bedingt repräsentative Umfrage hier in der Bundeskunsthalle, Frau Rostdeutscher. Sie haben das bundesweit überprüft. Was haben Sie da rausgefunden? Wie sieht das aus mit der Parteienidentifikation jetzt nach einer Altersstruktur oder eben auch Bildungsstruktur?
Ich sage gleich einen Satz. Ich habe gehört, da kommt was auf dem Bildschirm. Ja, zwei, drei Punkte, die mir wichtig sind. Ganz rechts oben haben Sie die über 60-Jährigen gesplittet nach Bildung. Die sind alle mit fast 80% sagen, dass sie sich einer Partei zugehörig fühlen. Fast kein Unterschied in Bildung. Die rote Linie sind über die Altersgruppen hinweg die Leute mit höherer Bildung. Hier sieht man einen gewissen leichten Abfall über das Alter. Aber dramatisch ist, dass es nicht die Jungen an sich sind, die weniger häufig sich an Parteien gebunden fühlen, sondern vor allem die jungen Menschen, wenn Sie die ganz links hier, die unter 30-Jährigen anschauen, die geringe Bildung haben und das eben schon angesprochen haben. Es ist nämlich nicht die Jugend an sich, es ist ein ganz spezifischer Teil, der eigentlich die Hilfe der Parteien nämlich am nötigsten bräuchte, der sich von der Politik, ja, ob aktiv, das können wir diskutieren, oder ob es so passiert, weil niemand sich um sie kümmert, die eben keine Beziehung zur Partei mehr haben und die auch nicht mehr wählen. Das kann man eins zu eins auf die Wahlbeteiligung auch runterbrechen. Junge Menschen mit Abitur wählen so viel wie die 70-Jährigen aller Bildungsgruppen, da ist fast nicht zu sehen. Wir haben eine Kluft von über 40% hin zu den jungen Wählern mit geringer Bildungshintergrund. Und das ist das wahre Problem, nicht die Jugend, sondern dass wir sozial ungleiche Demokratie hier allmählich sich wirklich stabilisiert. Und da müssen die Parteien dran, da müssen wir alle dran, da muss hier die politische Bildung dran. Ja. Genau, ich wollte fragen, Herr Kuhn. Ich an der Uni finde die nicht. Ja? Die Bundeszentrale für politische Bildung ist genau dafür zuständig. Wie kommen Sie an diese Leute ran, die offenbar nicht die Bildung von zu Hause oder aus der Schule mitbringen, um sich für Politik zu interessieren, sich mit einer Partei zu identifizieren und wählen zu gehen? Nicht über die klassischen Wege der politischen Bildung, weil die entsprechende Klientel nicht in Seminarräume, Tagungsstätten kommt, in aller Regel auch keine gedruckten Bücher mehr lesen, selbst sozusagen Online-Hintergründe, Online-Dossiers sind keine Textsorte, die sie präferieren. Wo sie aber unterwegs sind, ist das eigene Nachbarschaftsquartier. Das heißt, da, wo sozusagen ihre unmittelbaren Alltagskontexte sind, wo sozusagen soziale Interaktion stattfindet, das ist eine Einflugschneise für die politische Bildung. Und eine medial zweite ist der komplette Bereich der Webvideos, der Social Media im weiteren Sinne. Dazu muss man allerdings die richtigen Influencer, wie das heute im Neudeutsch heißt, finden, die die Jugendlichen oder die Leute überhaupt erreichen. Und das machen wir seit mehreren Jahren. Sagen Sie mal ein Beispiel, wie geht das dann? Also wie kann man dann über einen Videoclip jungen Leuten, die sich eigentlich nicht für Politik interessieren, also Influencer vermitteln, dass Politik total sexy ist? Zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist eine Aktion gewesen, YouTuber gegen Nazis. Das ist eigentlich eine ganz simple Idee, und zwar ging es um einen Song eines Düsseldorfer Rappers namens Blumio, Hey Mr. Nazi, der von anderen YouTubern wie Außenseiter, Le Floyd, Bullshit TV, wie sie alle heißen, gecovert worden ist. Die haben ihre eigene Version ins Netz gestellt und es sind innerhalb von 3,5 Wochen 4,5 Millionen User auf der Seite gewesen. Keine einzige Tageszeitung hat darüber berichtet, kein einziger Fernsehsender hat darüber berichtet, sondern das ist alles sozusagen online in den Communities passiert. Weil nämlich diejenigen, die für die betroffenen jungen Leute die glaubwürdigen Personen sind, nämlich die Influencer, das völlig sozusagen autark mit ihnen abgemacht haben. Zweites Beispiel, wir haben uns mit dem Thema Salafismus, Islam erklären und so weiter beschäftigt und da sind wir auf den Dreh gekommen mit einer Frankfurter YouTuberin, Hatice Schmidt zusammenzuarbeiten. Das ist eine Beauty-Bloggerin, die auf ihrem YouTube-Kanal Schminke und Lippenstift und sowas anpreist. Und die hat sozusagen in kurzen animierten Videos erklärt, was die Scharia ist, was die Umma ist, was die Aliyah ist, um eben da sozusagen Basisverständnis darüber zu vermitteln. Hunderttausende von Leuten haben sich diese Videos angeguckt und auf diese Art und Weise kommt man auch in der politischen Bildung an Bereiche in der Gesellschaft heran, die sonst mit herkömmlichen Mitteln nicht zu erreichen sind. Also ich will sagen, es ist möglich. Und was in der politischen Bildung möglich ist, muss eigentlich auch in den Parteien irgendwie möglich sein.
Vielleicht, Cecile, geben wir die Frage mal ans Publikum weiter. Wenn das in Ordnung ist. Ihr seid, gehört zur jüngeren Zielgruppe. Wenn jetzt Bibi und Julian irgendwie den Wahl-O-Mat erklären würden, wäre das dann irgendwas, wo du sagst, jo, dann finde ich mich vielleicht eher einer Partei verbunden? Nein, ich denke nicht. Also vielleicht ist das jetzt auch das falsche Beispiel. Das sind ja die 14-Jährigen, die dann da angesprochen werden. Aber ja, ich persönlich bin auch kein YouTube-Nutzer, von daher. Aber was müssten denn die Parteien machen, damit sie an euch rankommen, damit da was ankommt und ihr sagt, oh, das klingt ganz interessant, was die Partei XY da macht? Also ich denke, ein gutes Mittel wäre auf jeden Fall, ein gutes Beispiel dafür war die letzte Bundestagswahl, bei der sehr große YouTuber, also bekannte YouTuber sich zusammengetan haben und versucht haben, einfach die ganze politische Situation, die Ansichten der Parteien transparent zu machen. Und das, finde ich, war ein guter Schritt, weil damit halt zum ersten Mal, sag ich mal, YouTube als, würde ich mal, schichtübergreifendes Medium sehr viele angesprochen hat. Und somit ja, aus unserer Generation, von der Realschule bis zum Gymnasium, alle angesprochen hat und das einfach auch relativ einfach erklärt hat, so dass jeder da so seinen Zugang finden konnte. Und das, finde ich, war ein gutes Beispiel dafür. Oder Angela Merkel macht mal ein Musical.ly oder sowas. Das würde bestimmt auch gut ankommen. Ich gehe jetzt mal hier so über die Schulter und frage eine etwas andere Altersgruppe. Wenn wir jetzt das hören, YouTube, Influencer, irgendwelche YouTube-Stars, die bestimmte Geschichten erklären, schließt sie das als Zielgruppe automatisch aus? Oder sagen sie, ja, dahin müssen wir uns verändern? Und das interessiert mich im Übrigen auch, weil ich viel näher dran bin. Ausschließen nicht. Aber auch nicht so wie es junge Leute anspricht. Aber so ein YouTube-Video, auch ein politisch engagiertes, gucke ich mir schon auch an. Was glauben Sie denn, warum gerade, wir haben es ja eben gehört, der große Unterschied ist eigentlich der zwischen Personen und Parteien. Was glauben Sie, warum gerade die Parteien bei der jüngeren Generation gar nicht mehr so die große, entscheidende Rolle spielen? Da habe ich eigentlich keine Antwort drauf. Also es ist uninteressant für die jungen Leute, denke ich. Wenn man das auch in Talkrunden sieht, wie da die älteren Politiker agieren, das interessiert keinen mehr. Siehst du das genauso? Ich denke, es liegt eher daran, dass sich ein Teil der unserer Generation manchmal von der Politik ausgeschlossen fühlt durch die Sprache, durch das Verwenden von Fachbegriffen, die einfach manche von unserer Generation einfach nicht versteht. So erkläre ich mir eher diese Abneigung gegenüber der Politik und sehe darin auch dann die Erklärung, warum die AfD dann so einen Aufschwung macht, dadurch, dass sie halt, sag ich mal, eher populistische Ansichten vertritt, die leicht dem Volk überbracht werden. Und das sehe ich eher als die Gefahr, dass man durch diese leichte Überbringung und durch leichte Sprache dann eher jemand erreicht, als die alten Parteien, die, sag ich mal, ja, in Diskussionsrunden in ihrer eigenen elitären Sprache spricht, ja, die einfach schwer verständlich ist für manche. Kilian, Herr Nassi würde gerne direkt dazu was sagen. Ja, das war bis jetzt der schlauste Satz heute Abend. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass man sagen muss, dass man was gegen Fachbegriffe haben kann oder so etwas, sondern man müsste vielleicht mal die Erfolgsbedingungen bisheriger Politik sich genau angucken. Wann war Politik erfolgreich? Sie war dann erfolgreich, wenn sie gar nicht genau verstanden werden musste, sondern an den Lebenswelten der Leute tatsächlich, man könnte sagen, angedockt ist. Also man kann das ja, selbst wenn man nicht nur über die großen Parteien reden soll, man kann das an den großen Parteien ja sehen. Die großen Leistungen der beiden großen Parteien waren ja in Deutschland so, dass sie ganze Trägergruppen wirklich zum Denken gebracht hat und sich repräsentiert gefühlt haben konnten. Also sozusagen die Union hat ein verunsichertes Bürgertum nach dem deutschen Nationalsozialismus zu einer Westbindung gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für heute kaum erklärbar. Und die Sozialdemokraten haben sozialen Aufstieg nicht nur versprochen, sondern organisiert. Da musste man keine Fachbegriffe verstehen, sondern da hat man gesagt, mit Meister-BAföG und mit BAföG hast du die Chance, der Erste in deiner Familie zu sein, der eine Hochschulausbildung bekommt und später vielleicht mal ein DFG-Projekt beantragen kann. Also das ist sozusagen das Spannende, dass man gewissermaßen funktionale Äquivalente, das ist jetzt ein Fachbegriff, das heißt sowas Ähnliches, was heute auch funktioniert, für die heutige Zeit kriegen kann. Also das wäre auch meine große Kritik an den Parteien. Man kann eine Folklore über die früheren Geschichten machen, dass man schreitet Seite an Seite und dieser ganze
ganze Schmarrn, bayerischer Staatsbeamter, deshalb Schmarrn, aber man müsste heute fragen, wie müsste man heute eigentlich auf so ein Arbeitsleben zugehen? Wie geht man mit einer jungen Generation um, die diese Kontinuitätsidee mit den tatsächlich 60-Jährigen, ich weiß nicht, wie das ist, 60 zu sein, ich bin erst 58, aber sozusagen, wie geht man mit so einem Leben um, bei dem man diese Kontinuitätsidee nicht mehr unterstellen kann? Wie geht eine konservative Partei mit einer Volatilität von Ideen um? Dafür muss man noch neue Formen finden und nicht behaupten, dass das Problem gelöst ist, wenn man ein Kreuz irgendwie ins Foyer legt. Also die Themen liegen ja auf der Straße. Es ist ja nicht so, dass man da steht und man kann gar nichts machen, sondern genau an diesem Punkt müsste man ansetzen. Die Themen liegen auf der Straße. Man kann an die Gesellschaft andocken, haben wir gerade gehört, zum Beispiel über Social Media. Man kann das auch mit direkter Demokratie, mit Volksbegehren. In unserem Nachbarland Schweiz gibt es das, wie Sie wissen. Und es gibt einige, die das auch für Deutschland bundesweit fordern. Deshalb bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne einen großen Fan der direkten Demokratie hier in Deutschland. Das ist die Künstlerin und Politikaktivistin Claudine Nirt. Sie macht sich seit, bitte schön, Frau Nirt, Sie dürfen hier zu mir an diesen wunderschönen Stehtisch kommen. Ja, sie macht sich schon seit über 30 Jahren stark für mehr Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen und ist Bundesvorstandssprecherin des gemeinnützigen Vereins Mehr Demokratie. Frau Nirt, Sie sagen, nur alle paar Jahre ein Kreuz zu machen, das ist eine klare demokratische Unterforderung. Warum? Na absolut, weil es gibt einfach verdammt viele Themen, bei denen möchte ich mich einmischen. Und ich bin einerseits Person und habe ein Privatleben und da habe ich viele private Interessen, aber ich bin auch Bürgerin und ich möchte Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen. Und ich gebe mal ein klassisches Beispiel, ich reise gerne, ich fahre schnell Autos, ich esse auch gerne Fleisch, aber ich bin gegen Massentierhaltung, ich habe ein Klimaproblem und ich werde aber als privater Konsument die ganze Zeit 24 Stunden angetriggert zu konsumieren. Aber wann habe ich denn mal die Chance als Bürger, mich mit euch allen darüber zu vereinbaren, wie viel Fleisch wollen wir denn essen? Und wie wollen wir mit unserer Klimaproblematik umgehen? Und das heißt, alle 4 Jahre kann ich mal als Bürger mich äußern. Und das ist mir definitiv zu viel. Und 24 Stunden bin ich aber in meinem Konsumverhalten immer angetriggert. Also da ist eine Schieflage. Und für mich ist Demokratie vor allem das, was niemanden ausschließt. An der Demokratie sind immer alle beteiligt, auch die, die nicht hingehen. Und wenn ich die Demokratie stärken will, dann muss ich so wahnsinnig viel demokratische Erlebnisse wie möglich schaffen, dass ich überhaupt merke, die Demokratie existiert. Demokratie ist unsichtbar, es sei denn, wir wenden sie an. Und wir wenden sie viel zu wenig an. Wie viele demokratische Erlebnisse habt ihr gehabt in eurem Leben? Das ist definitiv zu viel. Wir haben jetzt auf der kommunalen Ebene immerhin schon 7.000 Bürgerbegehren in Deutschland gehabt. Wir haben auf Landesebene 325 Volksinitiativen gehabt. Das heißt, ich kann mich auch jenseits der Parteien in der Gesellschaft politisch engagieren. Und das machen eben immer mehr Menschen. Sie möchten auch neben den Wahlen eben auch mal zu bestimmten einzelnen Sachfragen gefragt werden. Und von diesen 325 Volksbegehren hier in Deutschland auf Landesebene haben wir immerhin schon 26 Volksabstimmungen gehabt. Frau Nirt, wie schafft man es, dass Volksbegehren nicht dem Populismus weitere Wege bahnt? Indem man noch mehr Volksabstimmung macht. Der Populismus ist gerade ein Problem, dass wir zu wenig Abstimmung haben. Das Problem ist doch, dass der Populismus versucht zu emotionalisieren. Ich musste die ganze Zeit da sitzen und zuhören und das hat mir ein bisschen unter den Nägeln gekribbelt. Deswegen versuche ich jetzt langsamer zu reden, mein Herz zu beruhigen. Ich kann nur die Hälfte sagen, was ich möchte. Aber das Problem des Populismus ist doch, dass wir eben keine Artikulationsinstrumente haben, außer eine Partei zu gründen auf Bundesebene. Und dann passiert es eben, dann rauscht man mit einer dicken Emotion ins Parlament und treibt 5 Jahre sein Unwesen. Wenn wir die Volksinitiative hätten, dann könnten wir die 3, 4, 5 Forderungen populistischer Parteien einfach mal sachlich abarbeiten. Ich habe mal bei uns bei Mehr Demokratie in die Datenbank geguckt und habe mal geguckt auf Länderebene, wie oft haben denn die Populisten mal die Volksinitiative genutzt? 2-mal in Sachsen, 3-mal in Niedersachsen, 2-mal in Nordrhein-Westfalen haben Republikaner und AfD die Instrumente genutzt. Was ist passiert? Sie sind alle nicht über die erste Stufe hinweggekommen. Und warum? Weil sie entweder die Unterschriftenzahl nicht zusammengekriegt haben oder das Verfassungsgericht gesagt hat, das ist mit unserer Verfassung nicht konform. Die Luft war raus.
Und das ist wichtig, weil ich muss eine Forderung, die ich habe, die muss ich sachlich runterbrechen. Das nützt nichts, dass ich sie emotional in den Raum werfe, den Ball einfach hochwerfen. Wir müssen die Bälle auffangen und wir müssen sie sachlich abarbeiten. Frau Nett, aber wir gucken mal nach Großbritannien. Ne? Also um einmal diesen tollen Begriff zu nennen, Fake News, muss auch heute Abend hier fallen. Da hat man nur mit Lüge, wir sehen hier diesen wunderbaren Bus, da steht drauf, wir schicken wöchentlich 350 Millionen Pfund an die EU und stattdessen sollte man das doch lieber ins Gesundheitssystem stecken. So, bekanntlich hat das gepunktet. Die Briten haben sich für den Brexit entschieden. Das da war aber eine totale Lüge, denn de facto bezahlen die Briten, wenn überhaupt, nur ein Drittel von dem, was da steht. Und das ist ja die Gefahr, diese Überspitzung, diese Lügen. Und dann findet so eine Abstimmung statt. Und tja, hinterher sagt man, ja, war halt eine Lüge, aber wir wollten ja Stimmung machen. Also ich würde mal sagen, Fake News und falsche Informationen sind nicht nur ein Problem in Großbritannien, das sind sie bei uns auch. Und deswegen, weil wir, wenn wir dieses Problem haben, sollten wir nicht zu der Lösung kommen, dass wir deswegen Abstimmung und Demokratie einschränken und Wahlen am besten auch noch einstampfen. Das kann ja gar nicht die Lösung sein. Die Frage ist doch eigentlich, wie lösen wir die? Wie sind die Verfahren? Ich bin für direkte Demokratie, auch auf Bundesebene. Ich möchte den Volksentscheid haben, aber ich sage, es kommt auf die Ausgestaltung an, es kommt auf das kluge Verfahren an. Nicht jedes Wahlrecht ist toll, nicht jedes Abstimmungsrecht ist toll. Und es gibt, man kann Volksentscheide so, die Spielregeln so vereinbaren, dass ich absolut dagegen wäre und davor warnen würde, sie zu nutzen. In Großbritannien ist es tatsächlich so passiert, wie ich es nicht haben würde. Und zwar, in Großbritannien gibt es ein Referendumsrecht. Das heißt, der Staatschef hat die Möglichkeit, dem Volk eine Frage vorzulegen. Er formuliert die Frage, er bestimmt den Zeitpunkt und hat damit sehr viel Einfluss. Warum soll er so viel Einfluss noch zusätzlich kriegen, wo er eh schon der Staatschef ist? Das heißt, mein Wunsch wäre, die Initiative von unten zu starten. Nach der Initiative prüft das Verfassungsgericht, ob das Ganze überhaupt konform ist. Und dann geht es seinen Lauf, mindestens über anderthalb Jahre, wo wir diskutieren inhaltlich, und zwar fair. Ein Verfahren muss fair und sachlich diskutiert werden. Ich muss die Alternativen miteinander abwägen. Ich muss auch mit dem Parlament in Austausch kommen. Ich muss eine Verzahnung haben. Ich muss Alternativen diskutieren können. Und am Ende steht dann tatsächlich eine sachliche Abstimmung. In Großbritannien ist es so gewesen, der Cameron hat das Instrument, würde ich mal sagen, instrumentalisiert für seinen Machterhalt. Er hat innerhalb von 3 Monaten eine Frage in den Ring geworfen, die seit 10 Jahrzehnten im eigenen Land schwelte und hat letztendlich auch die Quittung. Frau Niert, ein weiteres Gegenargument, also gegen Volksentscheide, gegen die direkte Demokratie ist das also der Schutz von Minderheiten. Gibt es ein weiteres, was dadurch, sagen Kritiker, in Gefahr läuft? Wir haben da ein Beispiel aus der Schweiz, da ging es damals um das, wie hieß das, nicht Ausbürgerung, sondern Ausschaffung krimineller Ausländer. Man kann an dem Plakat schön sehen, was die SVP da gemacht hat. Sie hat eben ein sehr umstrittenes Plakat, weil eben dieses schwarze Schaf aus der Schweiz rausgeschmissen wird, gemacht. Und da ist von Minderheitenschutz nichts mehr zu sehen. Ist das nicht die Gefahr? Was toll ist an der Demokratie in der Schweiz, sie zeigt einfach, was in der Gesellschaft lebt, welche Fragen die Bürger haben. Und die Schweizer haben ihr Verfahren, mit diesen Fragen umzugehen. Wenn wir dieses Beispiel nach Deutschland holen würden, würde ich Ihnen sagen, diese Volksinitiative hätte nach deutschem Recht keine Chance. Bei uns, wir müssen uns an die völkerrechtlichen Verträge halten, an die Menschenrechtskonvention. Unser Grundgesetz schützt die Minderheiten. Und zwar, das Parlament kann die nicht einschränken und Volksinitiativen auch nicht. Meine Sorge, oder in der Vergangenheit war es doch eher so, dass eher Parlamente versucht haben, Minderheitenrechte oder Grundrechte auch mal einzuschränken. Also das heißt, wir haben eine ziemlich gute Rechtsstaatlichkeit. Wir haben eine gute Gewaltenteilung. Und die legt die Spielregeln fest. Und die Spielregeln können wir natürlich auch selber ändern. Aber da ist es sehr klar geregelt, wie die Verfahren sein können. Meine Sorge ist eher, dass wir mit unserer Hysterie, mit unserer Furcht, da kommt was Neues, nicht umgehen können. Und ich würde viel eher gucken, was ist denn die Chance an der direkten Demokratie? Dafür hole ich Sie jetzt in die Runde, Frau Nirt. Sie dürfen sich, wenn da gleich ein Stuhl für Sie ist, dorthin setzen. Ja. Der kommt quasi geflogen. Aber bevor Sie noch über die Chancen sprechen, hier gibt es auch ein paar Gegner dieser direkten Demokratie. Wenn Sie kurz, Herr Nassi und Herr Krüger, sagen könnten, warum?
Ja, nach dem, was wir gehört haben, fällt es schwer, das kurz zu machen. Ging mir auch so, ja. Ich möchte vielleicht sagen, was wir gerade, sorry, ich sage das sehr direkt, was wir gerade gehört haben, ist grobe politische Rede und nicht Analyse von Politik. Die DFG ist doch Mitveranstalter, oder? Also ich meine, wir wollen doch sozusagen vielleicht sagen, also was Sie gesagt haben, widerspricht allem, was wir wissenschaftlich wissen. Und es ist sozusagen, die grobe politische Rede fängt schon dort an, wo man gewissermaßen mit einem Subjekt das Satz beginnt, das wir heißt. Und das ist genau das Problem, dass man sozusagen bei der Beobachtung von Politik findet, dass wir wird durch Politik erzeugt. Und dadurch haben wir also ein großes Problem. Das ist sozusagen schön, dass es so normative Sätze gibt, gegen die man eigentlich schwer was sagen kann, die aber trotzdem alle falsch sind. Und das ist eine interessante Situation. Sorry, ich sage das mal so direkt, dann können wir direkter diskutieren, weil es einfach so nicht funktioniert. Herr Krüger, Sie dürfen auch noch kurz was dazu sagen. Ja, also mich hat das auch nicht überzeugt und ich kann mich nur an die Ausführungen von Herrn Nassee anschließen. Allein sozusagen die Frage, wer sozusagen in dem Wir, das Sie benutzt haben, nicht dabei ist, nämlich diejenigen, die sich nicht beteiligen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft. Das wissen wir aus der Wahlforschung, ja, dass 20% weniger Leute an Beteiligungsverfahren und an Wahlen teilnehmen, als das mit Bildungsbereiten ist. Insofern habe ich die große Befürchtung, dass mit dem Argument eines Volkswillens, eines Mehrheitsarguments, erstens Minderheitsrechte untergepflügt werden und zum Zweiten man eigentlich mit diesem Prinzip des Volksentscheids Privilegien derjenigen, die ohnehin besser gestellt sind, nochmal versucht zu untermauern und gleichzeitig zu würzen mit einem antiparlamentarischen Reflex. Und das halte ich für ein großes Problem und deshalb nichts gegen Bürgerbeteiligung. Im Gegenteil. Ich bin für Bürgerbeteiligung, so gut es geht, für deliberative Verfahren. Aber ich bin nicht für die Substituierung von parlamentarischen Entscheidungen durch Volksentscheide. Wir üben jetzt an dieser Stelle direkt Demokratie aus. Kilian wird mit Ihnen darüber sprechen, was Sie dazu sagen. Wo war denn diese Wortmeldung gerade? er meldet sich. Drei melden sich für ihn und er meldet sich selber aber auch noch. Das ist gut. So. Wo waren wir? Hier. Ich halte es für Sie. Grüß Gott, mein Name ist Manfred Spengler und ich muss mich entschuldigen für die Undiszipliniertheit, aber zu sagen, mehr Demokratie substituiert unsere demokratischen Instanzen, das darf in diesem Saal nicht so stehen bleiben. In der Schweiz haben wir ein sehr starkes Parlament, das ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, aber da ich die Verhandlung der EU mit der Schweiz 10 Jahre lang geführt habe, haben wir manchmal gestöhnt über die Akribie sowohl des schweizerischen Volkes als auch des schweizerischen Parlaments. Also bitte nicht eine Legende, die Direktdemokraten wollen das Parlament abschaffen. Das war eigentlich meine Sorge. Zur Schweiz kann man viel sagen. Machst du weiter? Ich würde sagen, du sammelst jetzt ein bisschen. Ich sammle mal, weil da haben sich doch noch Aussagen mehr und Fragen, genau, da kommt noch was. Einen Moment. Also ich würde sehr ungerne Demokratie mit Abstimmungen gleichsetzen. Wollte ich einfach nur einen Raum stellen. Ja. Weil es mehr ist und mehr, unbedingt mehr und mehr auch der Beteiligung erfordert als nur Abstimmung. Gibt es noch Fragen oder weitere Anmerkungen? Nicht nur jetzt zur... Wo? So, gehen wir einmal hier nach vorne. Vielleicht auch einmal kurz vorstellen. Martin, hi. Martin, hi. ich finde die Frage, wenn eine Abstimmung durchgeführt wird, ist ja noch mal eine zweite Frage, wie wird so eine Abstimmung denn eigentlich beeinflusst? Weil ich glaube, es gibt noch mal den Aspekt von, wer kann eigentlich abstimmen? Und wenn man jetzt solche Sachen anschaut wie Cambridge Analytica, wie kann öffentliche Meinung tatsächlich systematisch von einigen wenigen beeinflusst werden, dann ist die Frage, ist mehr direkte Abstimmung tatsächlich eine Sache, die auch mehr Volkswillen in irgendeiner Form umsetzt? Oder ist das vielleicht eine Möglichkeit, die systematische Einflussnahme einiger weniger durch Demokratie zu legitimieren oder zu versuchen zu legitimieren, indem man sagt, okay, das Volk hat das entschieden, obwohl es eine Abstimmung war, die, sage ich mal,
inszeniert war oder wo die Faktenlage, ähnlich wie wir das in Großbritannien gesehen haben, vielleicht geführt war. Okay. Martin, ne? Wie siehst du das denn? Ich meine, du bist eigentlich in der Zielgruppe, die sagen würde, würde ich jetzt schätzen, ja, mehr Offenheit, mehr Beteiligung, jeder kann dazu dann auch seine Meinung kundtun und dann kann man leichter entscheiden. Aber wie siehst du das? Ich höre daraus, dass du eher kritisch bist. Die Frage, die sich mir an der Stelle stellt, ist, wie können wir sicherstellen, dass wenn wir mehr Demokratie und mehr Partizipation leben, diese Partizipation auch etwas ist, was dazu führt, dass Leute sich mehr damit auseinandersetzen, über was sie eigentlich abstimmen und was eigentlich die Auswirkungen ihrer Entscheidungen sind. Und ich glaube, mehr Partizipation funktioniert nur dann, wenn diese Partizipation auch eine Grundlage hat, dass Leute auch tatsächlich in der Lage sind, bewusst zu entscheiden und nicht am Ende Mist zu entscheiden, weil sie einfach falsch informiert waren. Cecile, das, glaube ich, gebe ich mal an euch weiter. Das würde ich gerne an Frau Nochen weitergeben. Auch, Sie sind ja auch eine Befürworterin der direkten Demokratie. Insofern können Sie Frau Nirr zur Seite springen, wenn es jetzt um diese Form der Partizipation geht. Was würden Sie darauf antworten? Ich habe tatsächlich während meiner Studienzeit eine meiner ersten praktischen, demokratischen, positiven Erlebnisse mit direkter Demokratie gehabt. Ich habe in Münster studiert und da hat die Stadt sich gedacht, wir haben ein bisschen Geld über, geben wir das doch für eine große, pompöse Musikhalle aus. Ne? Also Musikhalle, damit ist nicht etwa eine Konzerthalle gemeint, sondern ein Haus für klassische Musik, was ja auch erstmal nicht verkehrt ist, aber die Mehrheit der Leute hat sich gedacht, hallo, ich kann mir das Ticket dafür eh nicht leisten, ich werde da nicht hingehen. Ich möchte nicht, dass das gebaut wird, vor allem nicht an diesem zentralen Ort. Also was ist passiert? Da haben sich ganz viele Bürger zusammengetan, die haben Initiativen gebildet, Unterschriften gesammelt und dann gab es diese Volksinitiative und am Ende war es so, dass die Stadt dann gesagt hat, so naja, das ist uns jetzt unangenehm, wir machen eine doppelte Verneinung in diese Frage, weil wir können das ja bestimmen nach unserem Recht hier und hoffen, dass genug Leute falsch abstimmen. Das ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Die Musikhalle wurde aufgehalten. Und das war für unglaublich viele Leute, die da mitgemacht haben, ein total geiles Erlebnis, auf gut Deutsch gesagt. Weil natürlich in dem Moment, wo ich über etwas abstimmen kann, ich mich natürlich auch damit auseinandersetze. Es ist eine Sache, wenn ich mir denke, okay, ich bin einer von ganz vielen und meine Meinung interessiert doch eh nicht. Und natürlich kann ich mich entscheiden, der Partei die Stimme zu geben. Die versprechen mir was. Aber woher weiß ich denn, dass sie das halten? Und ich finde, da kam ja auch aus dem Publikum ein ganz guter Einwurf zu sagen, das ist ein Korrektiv. Und das sehe ich eben genauso. Da waren ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ich habe diese Partei in den Stadtrat gewählt. Ich würde sie auch nochmal wählen. Aber in diesem einen Punkt, da sehe ich das anders und da möchte ich mitreden. Und das waren nicht etwa Leute, die gesagt haben, ich bin gegen Förderung von klassischer Musik, um Gottes Willen, nein. Die haben einfach nur gesagt, nicht in der Situation, wo wir gerade nicht genug Geld haben, unsere Kindergärtnerinnen anständig zu bezahlen. Und von daher kann ich natürlich auch viele Bedenken verstehen. Ja, also ein Update für die Demokratie ist immer schwierig, auch wie beim Rechner. Man installiert was und das kann auch mal in die Hose gehen und dann funktionieren Sachen nicht. Aber im Fall der direkten Demokratie haben wir ja die Schweiz. Wir haben eine ganz lange Kultur auf Stadt- und Landebene, wo ganz viele Leute eben auch aktiv Erfahrungen gemacht haben. Und die Erfahrung war ja nicht, dass die Leute sich dann von der Demokratie abwenden, sondern eher, dass sie sich erst recht beteiligen. Und das Argument mit Cambridge Analytica kann ich absolut nachvollziehen. Ja, die Manipulationsmöglichkeiten nehmen zu. Aber das gilt ja auch für normale Wahlen. Und wenn man dieses Argument nimmt, müsste man ja sagen, dann wählen wir am besten gar nicht mehr, weil vielleicht wählen die Leute was anderes. Nee, da muss man eher drüber nachdenken, wie man Facebook reguliert. Herr Nassé, Sie leiden neben mir, ich sehe Sie. Nein, ich leide gar nicht. Gar nicht, aber weil ich diskutiere gerne, deshalb finde ich das ganz toll. Aber ich meine, man muss vielleicht ein paar Dinge aus der Forschung, das hilft ja immer so ein bisschen. Wir reden über Demokratie seit einiger Zeit und das Wort Opposition ist noch kein einziges Mal gefallen. Also wenn Sie sagen, wenn Demokratie nur heißt, dass man alle 4 Jahre ein Kreuz macht, ist das zu wenig. Da haben Sie vollkommen recht. Aber dann haben Sie nicht verstanden, wie eine Demokratie funktioniert. Die Demokratie dient sozusagen dazu, dass man gleichzeitig unterschiedliche Auffassungen über das gleiche Problem in der Gesellschaft aushalten kann. Also zur direkten Demokratie sagen, das hat damit noch gar nichts zu tun. Es gibt viele demokratische Systeme, die so aussehen wie demokratische Systeme. Selbst im Iran wird der Staatspräsident gewählt. In Russland wird gewählt. Das sieht aus wie eine Demokratie, hat aber mit Demokratie deshalb nichts zu tun. Nicht, weil diese Abstimmungen stattfinden, sondern weil man sich dort in der Gesellschaft
nicht vorstellen kann, dass es zum gleichen Sachproblem unterschiedliche legitime Lösungskonzeptionen geben könnte. Und das muss man in der Gesellschaft einüben. Und das findet permanent statt. Das findet vor allem zwischen den Wahlen statt. Das findet übrigens durch die Beobachtung von Politik statt, die sich die öffentliche Meinung anguckt, die Sätze ausprobiert, die daran scheitern kann, dass Legitimation zwischen den Wahlen verschwindet. Also die Demokratie ist dann schon etwas komplexer als dieser, ich muss es leider sagen, populistische Satz. Der Hinweis auf die Schweiz ist ganz spannend. Auch dazu gibt es Forschung. In der Schweiz funktioniert das genau deshalb, Sie haben es gesagt, weil man das eine ganze Zeit lang macht und man eine sehr zivilisierte Form hat, die eingeübt wurde auf kommunaler Ebene, sozusagen so ähnlich wie der ehrbare Kaufmann, auch der ehrbare Wähler, nicht das Letzte rausholen will, was passiert. Die Krisen der direkten Demokratie haben sie in der Schweiz immer bei Abstimmungen, die im gesamten Land stattfinden. Und zwar interessanterweise über die Populismusthemen, nämlich Migration und Religion. Und das sind also die meistens auch gekoppelt sind an Migration. Also sowas muss man doch zur Kenntnis nehmen, wenn man sich dann die Frage stellt, sozusagen die Demokratie dann schlecht zu reden. Sie haben das, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, oder haben Sie es gesagt? Ich weiß nicht. Also die Demokratie wird schlecht geredet. Man redet sie schlecht, wenn man denkt, dass sozusagen das nur über diese Beteiligungsformen geht. Jetzt muss man sich fragen, wo kann man solche Beteiligungsformen eigentlich einsetzen? Ich finde Ihr Beispiel super. Und ich finde es deshalb super, weil man sagen kann, das könnte ja für viele Leute ein Hinweis darauf sein, dass es sich lohnt, für etwas einzustehen und dann ein legitimes Ergebnis zu erzielen, bei dem Minderheitenrechte, Deliberation in der Öffentlichkeit, womöglich nicht nur die, die ohnehin in der Lage sind, sich an diesen Dingen zu beteiligen, beteiligt werden. Vielleicht muss man dafür funktionale Äquivalente finden. Aber die direkte Demokratie, die natürlich nicht nirgendwo als Alternative zum Parlamentarismus gedacht ist. Darf ich einen Satz noch sagen? Der sozusagen im Parlament selbst die Opposition zum wichtigsten Spieler macht, Her Majesty's Loyal Opposition, hieß es im viktorianischen England. Das ist sozusagen etwas, woran man lernen kann, dass dort eben nicht nur eine Schwatzbude stattfindet, diese Semantik finden wir fast wieder, Sie wissen, wer die verwendet hat, sondern dass es dort tatsächlich darum geht, dass man legitim das Gegenteil sagen kann. Es gibt im Publikum nochmal Beteiligungsbedarf. Wir sind hier ganz vorne und ich glaube, Sie nehmen so ein bisschen Bezug auf das Zitat von Herrn Shaw, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass die Demokratie ein Verfahren ist, das garantiert, dass man so regiert wird, wie man es verdient, oder? Ja, ein bisschen so, aber was mir eben so durch den Kopf ging, ist, dass bei mehr Demokratie sehe ich die ganz große Gefahr, dass eben noch mehr passiert, dass einfach manipuliert wird, dass Meldungen verdreht werden oder publik gemacht werden, so wie man das zwar auf demokratischem Weg angeblich auch mit dem Brexit in England gemacht hat und vor allen Dingen bei der Wahl von Herrn Trump. Und das kam mir dann sofort in den Kopf. Das ist so eine große Gefahr, dass es da keine Bremsen gibt, ja, die diese angebliche Mehrdemokratie bremst. Frau Nier, darauf. Ja, jetzt also möchte ich schon mal, also Herr Nassee und Wissenschaft hin und her, ich würde mir ja wünschen, wenn Sie dann wenigstens mal unsere Empirie hier in Deutschland angucken. Wir haben 7000 Bürgerbegehren und 325 Volksinitiativen. Wir haben Volksentscheide und Bürgerentscheide, die wir ganz sachlich und nüchtern auswerten können. Und wenn Sie sich die Ergebnisse angucken, dann merken Sie, wie hoch der Demokratiestandard hier bei uns ist, wie hoch die Bildung in der Bevölkerung ist und wie hoch das Engagement ist. Und all unsere Befürchtungen, die jetzt auch im Raum sind, die sind angebracht. Die müssen wir uns natürlich angucken. Aber inzwischen merke ich arbeite jetzt seit 30 Jahren für diese Ziele. Kann ich Ihnen nur sagen, nach den Erfahrungen, die wir hier in der kommunalen, auf der Landesebene haben, kann ich nur sagen, wir sind seit langem reif, auch auf der Bundesebene uns langsam mal vorzutasten, die eine oder andere Volksabstimmung zu haben, den einen oder anderen Bürgerbeteiligungsprozess. Das ist wirklich einfach möglich und es nur deswegen nicht zu machen, weil man sagt, die bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten nehmen daran nicht teil, ihnen jetzt noch das letzte Recht auch noch wegzunehmen, das sehe ich völlig falsch. Im Gegenteil, ich möchte das mit Ihnen zusammen, ich möchte jedem von uns das Gefühl geben, dass er nicht Teil des Problems ist, sondern Teil der Lösung. Und ich möchte jeden mit einbeziehen an den Problemen, die wir momentan auch haben im Land und die auf uns zukommen, dass er Teil der Lösungsentwicklung und der Kreation ist, wie wir mit dem Problem umgehen. Und dafür brauchen wir Räume. Und das fand ich sehr gut, Herr Krüger, die Idee, wie Sie sagten auch, wie kommen wir an die Jugend ran?
Weil die Jugend ist hochpolitisch, sie hält sich nur politisch in völlig anderen Räumen auf. Wenn ihre Bands und Musik, ich habe selber zwei pubertierende Töchter, wenn da politische Texte sind, die kommen mit der Thematik rein. Wir diskutieren die Themen auch, die da sind, aber die kommen durch eine ganz andere Tür rein. Und ich denke, wir müssen in die Räume gehen oder auch die Räume ernst nehmen, in der sich Jugend tatsächlich aufhält. Und das Politische ist einfach auch, ich muss mich wohlfühlen, ich muss mich mit jemandem zusammenschließen können. Ich fühle mich hier bei Ihnen wohl, weil ich wahrscheinlich eine Generation bin und wir alle irgendwie politisch aktiv sind. Und die Jugendlichen fühlen sich genau in den Räumen wohl, wo sie sich zusammenschließen. Und jetzt als die Älteren hinzugehen und zu sagen, wir müssen euch bekehren, das finde ich völlig verkehrt. Wir müssen das Ohr mal hin tun und sagen, was interessiert euch denn? Wie wollt ihr denn morgen wirklich tatsächlich leben? Und da werde ich eher ganz still und lauschend und merke, aha, die bringen vielleicht Ideen mit, auf die sind wir noch gar nicht gekommen. Wir sind jetzt bei den Lösungen angekommen, also bei der Therapie sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Demokratie doch etwas kränkelt, also direkte Demokratie könnte ein Weg sein. Wir haben gehört, über Social Media, über YouTube-Videos kommt man an vielleicht per se erstmal nicht ganz so politikinteressierte Jugendliche ran und so weiter. Frau Rossdeutscher, was wäre für Sie, wo Sie ja eigentlich sagen, vieles ist auch in Ordnung, ja, es gibt genug Parteien, und aber was wäre für Sie ein Wunsch, die Demokratie zu stärken, dass sie auch in 10 Jahren noch lebendig ist? Die Antwort hängt natürlich immer von der Diagnose ab. Also was hält man für das größte Problem? Wenn ich sage, es ist relativ viel heil, ist der eine Punkt, der mich wirklich irritiert, ist die soziale Ungleichheit in der Partizipation. Also werde ich jetzt Lösungen finden müssen, die dieses meiner Meinung nach wirklich auch in die Zukunft reichende, weil es sind junge Menschen und die, die heute nicht partizipieren, werden auch in Zukunft nicht partizipieren. Die Ungleichheit wird also dauerhaft steigen. Wenn die hochpartizipierenden älteren Menschen sterben, kommt diese sozial ungleich sich beteiligende Jugend wächst nach. Also muss man aus meiner Sicht dort ansetzen, das sind genau solche Methoden, da müssen die Parteien aktiv werden, die SPD muss wieder in die Stadtviertel rein, die müssen da authentische Personen finden, die Wahlkampf machen können. Wir haben ja mittlerweile auf Stadtteilebene, ich habe einen Blick jetzt, wenn ich durch eine Stadt gehe, kann ich Ihnen sagen, hier ist die Wahlbeteiligung unter 50%, hier ist sie bei fast 90%. Da, wo sie unter 50% sind, das waren die ehemaligen SPD-Hochburgen, da ist die Partei null präsent. Ja? Und das andere, man muss das Alter senken. 16, ich habe gehört, 14. 14, genau. Ist egal. Wichtig ist, man muss die Leute dann erwischen, wenn alle noch in der Schule sind. Weil dann kann der Schulkontext genutzt werden, um zu reden. Und das ist genau unser Problem, dass wir in dem Schulsystem, das wir in Deutschland haben, einen Teil der Jungen bereits entlassen haben aus diesen kollektiven Kontexten, während andere noch schön politische Bildung und Diskussionen mit den Lehrern und so weiter haben. Also 16 mindestens, von mir aus kann man drüber reden, ist klar, umso jünger wir es machen, umso mehr führen wir eigentlich sowas wie ein Familienwahlrecht ein. Weil die Frage ist, wie lange lassen sich Kinder noch von den Parteipräferenzen ihrer Eltern führen und ab wann entwickelt sich die eigenständige politische Persönlichkeit. Aber 18 ist schlecht. So, jetzt darf am Schluss noch jeder einen Satz oder zwei dazu sagen, was er sich für diese Demokratie wünscht. Sie haben es schon ein bisschen weiter ausgeführt, Herr Krieger. Nein, durften Sie ja. Sie waren ja zu ein paar mehr Sätzen aufgefordert. Also ich kann sozusagen beide Argumente auch als kardinale Lösungsvorschläge unterstreichen. Was das Wahlrecht ab 14 betrifft, so kann man sich sozusagen nur die andere Frage, es geht um Verantwortung. Und bei 14-Jährigen gibt es eine Verantwortung in Sachen Religionsmündigkeit, es gibt ein Jugendstrafrecht. Das heißt also, wir muten 14-Jährigen in unserer Gesellschaft relativ viel Verantwortung in bestimmten Bereichen ihres Lebens zu. Und 14-Jährige sind in der Schule und haben Geschichte, haben Sozialkunde und haben Politik und haben manchmal mehr Ahnung von politischen Verfahren als 73-Jährige, sage ich jetzt mal so gegriffen, die lange nicht mehr in der Schule waren und haben zumindest sozusagen das Rüstzeug, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und ich finde, da, wo man sich eine eigene Meinung bilden kann, soll man sich auch
beteiligen können. Das ist sozusagen eine Variante. Die zweite ist tatsächlich dieses gravierende Problem der auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft. Und das, was wirklich nicht auszuhalten ist, ist, dass in einem der reichsten Länder der Welt gerade die politische Beteiligung derjenigen im untersten Drittel komplett unterproportional ist. Das halte ich für das gravierendste Thema, an dem wir arbeiten müssen, und das ist für meine Begriffe nur durch erhebliche Bildungsanstrengungen möglich. Bildung von Anfang an, auch politische Bildung von Anfang an ist notwendig, um dann den Hebel anzusetzen. Herr Nassier, Sie schaffen das bestimmt in zwei Sätzen. Was ist Ihre effektivste Therapie für diese Demokratie? Damit sie in 10, zwei, 15 ja. Jahren noch so lebendiger ist und damit genau das eintritt, was Sie sich wünschen, dass wieder gestritten wird, so richtig. Ja, also ich rede jetzt mal nur als Wissenschaftler. Ich würde mir von der Wissenschaft wünschen, vielleicht eine etwas realistischere Idee dessen zu bekommen, was Demokratie eigentlich ist. Nur das Beispiel soziale Ungleichheit. Wir haben eine Idee, ja, dass die Ungleichheit das Problem ist, das die Leute auch im Alltag betrifft. Der Gini-Koeffizient steigt, das heißt, die Schere geht auseinander, die Leute werden aber nicht unzufriedener damit. Wie gehen wir eigentlich mit diesem Ergebnis um? Das hat für demokratietheoretische Fragen eine riesengroße Bedeutung. Darüber wissen wir relativ wenig. Es gibt Forschungslücken. Und es ist die Frage, sind wir in der Lage als Wissenschaftler, ich rede hier als Wissenschaftler, zwischen der groben politischen Rede und der wissenschaftlichen Rede zu unterscheiden. Das ist auch in den Sozialwissenschaften ein großes Problem. Und da ist eine Menge zu tun an politischer Bildung, auch am anderen Ende sozusagen der Bildungspyramide. Frau Nuhun. Wahlalter ab 14 auf jeden Fall. Bildung ist nicht das eigentliche Problem von Menschen, die nicht so viel Geld haben. Also die mehr einbinden, ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Aber man sollte sich auch die Frage stellen, warum machen die Leute nicht mit? Und ich glaube, die haben einfach auch schon ihre Erfahrungen gemacht und das sind nicht immer die Besten. Und was ich mir wünschen würde, ist von den Parteien vor allem mehr Mut, also mehr Mut, den eigenen Leuten mehr zutrauen. Ja, also jemand wie Kevin Kühnert, Juso-Chef, der sich hinstellt und sagt, nee, ich finde, wir gehen in eine ganz falsche Richtung als Partei. Ja, damit riskiert er seine eigene politische Zukunft, obwohl als Chef der Jusos darf man das vielleicht noch, weiter unten ist schon gefährlich. Aber ich finde, das ist doch geil, davon brauchen wir mehr. Und seine Vorgängerin, die ist nicht so bekannt gewesen, es war eine Frau, und die kommt aus Bayern und die hat damals sich ganz stark engagiert gegen CETA, gegen TTIP, gegen Überwachung. Und die ist nicht in den Bundestag gekommen. Die ist auf einem ganz niedrigen Listenplatz abgestraft worden. Und das darf nicht passieren. Ich möchte mehr junge Leute auf den Listen haben. Leute, mit denen ich mich identifizieren kann, die nicht authentisch gefunden werden, sondern die authentisch sind. Und davon haben die Parteien genug. Und da sind sicher auch noch ein paar Leute dabei, die einfach nur Automechaniker sind und einfach sagen, ich möchte die Politik verändern und einfach auch mal nicht nur Lehrer und Juristen in den Bundestag. Na, diesen Appell können wir doch hier gleich ans Publikum geben. Ne? Gehen Sie alle in die politischen Parteien, machen Sie Politik. Frau Niert, von Ihnen haben wir schon gehört, Sie wollen Volksbegehren, also sehen in Volksbegehren eine Therapieform und Sie möchten jungen Menschen mehr zuhören, damit sie wissen, was die bewegt, denn sie halten sie für Politik interessiert. Was darüber hinaus wünschen Sie sich für diese Demokratie, vielleicht auch von den Parteien? In den Parteien lebt viel Willen, guter Wille, irgendwie das Gemeinwohl fürs Gemeinwohl einzutreten. Also ich habe jetzt letztes Jahr 10 Parteitage besucht. Ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Dann hört man mal auch etwas und liest es nicht nur. Es ist ein großer Unterschied, was man nämlich liest. Die veröffentlichte Meinung ist nicht immer gleich die öffentliche Meinung. Das musste ich auch im letzten Jahr verstehen. Und das ist auch ein Bildungsgut. Aber die Parteien können natürlich auch jetzt wirklich mal den Bürgerwillen wirklich ernst nehmen und das für die Menschen, also die Menschen auch an den Entscheidungen beteiligen, für die sie die Politik machen. Dann würden wir viele Dinge auch viel kürzer mal diskutieren, weil dann einfach mal eine Entscheidung gefällt ist und die ist jetzt wirklich einfach da. Und wir stehen jetzt vor dem Punkt, dass wir die parlamentarische Demokratie mit der direkten verzahnen können und die Bürgerbeteiligung mit dazu nehmen. Und die ist mir nämlich momentan noch zu kurz gekommen heute. Wir brauchen Dialogformate, wo repräsentativ per Zufall ausgewählt, Bürger gefragt werden, für eine bestimmte Zeit an den Tisch zu kommen und ganz strittige politische Fragen zu diskutieren. Ja. Irland hat uns das vorgemacht mit dem Citizen Assembly, hat die Ehe für alle und das Abtreibungsrecht so mal den Bürgern zur Diskussion gegeben und hat danach die Empfehlung dieser Bürgerzusammenkunft übernommen
und entweder im Parlament verabschiedet oder sogar bei Volksabstimmung entschieden. Und wir brauchen einfach wirklich mehr Praxis. Mehr Praxis. Sie können über diesen Abend natürlich weiter diskutieren, streiten. Beleben Sie diese Demokratie. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen allen hier auf dem Podium. Und Sie können sich schon den Termin vormerken. Am 27. November gibt es die nächste Science On-Veranstaltung, den nächsten Talk zum Thema Hirnforschung. Bis dann hoffentlich. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.